Einen wunderschönen Sonntagabend allerseits und willkommen zur 240. Folge der Honigwabe und damit auch willkommen an meinen geliebten Co-Host Kasper. Ja, hallo Schlomo, hallo liebe Zuschauer, schön, dass wir alle wieder da sind. Ich habe was ganz Besonderes für euch heute. Ich habe es selbst noch nicht gesehen. Hast du es schon gesehen? Nur die Visuals. Das ist, mein Lieber, ein Werbespot für den Shop unwoked.de. Ah ja, sehr cool. Mir wurde gesagt, er ist endsgeil, ja? Schattenstartkontrolle. Ach Maya, ist das nicht ein wunderschöner Tag auf den nun endlich wieder glänzenden Straßen des Schattenstaates? Habe ich das nicht hervorragend hinbekommen? Ja, eure Durchlaucht, Großkanzler. Ganz richtig, Herr Großkanzler. Aber schauen Sie nur dort. Ich vermute, das ist unsere Zielperson. Nun dann auch, so lasset uns dieses Subjekt einmal genauer betrachten. Halt! Großkanzler Schattenmacher und die Basiertheitspolizei. Sie stehen unter Verdacht, ein früherer Leftart unter dem Wokeheitsregime gewesen zu sein und sind unter Arrest. Aber Herr Großkanzler, ich trage doch schon seit 2024 an Vogt. Ich habe auch noch die Quittungen. Hier. Nun gut. Wenn dem so sei, so lasset den Mann gehen. Sichere auch du dir jetzt die Gunst des Großkanzlers. Manifestiere deine Vernunft. Gehe jetzt auf unwoked.de und folge ihnen auch auf Social Media. Ja, schön, ich habe jetzt nur die Hälfte, deswegen können wir hier, weil ich zu spät angefangen habe abzuspielen. Ich kann es ja nicht hören, wenn du es abspielst. Was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Ja, cringig, aber geil, würde ich sagen. Fangen wir an mit einem kleinen Nachtrag aus Wien. Ihr erinnert euch an den Afghanen, der letzte Woche 3 Prostituierte in Wien dermaßen zugerichtet haben soll, dass sie erstmal nicht zu identifizieren waren. Da gibt's jetzt Neuigkeiten und das sind folgende. Dschihad im Sexstudio. Afghane stach 96 Mal zu. Der Fall erschütterte ganz Österreich. Weltweit berichteten Medien. Jetzt kommen immer mehr verstörende Details über das Motiv jenes Afghanen ans Licht, der geständig ist, 3 Prostituierte in Wien bestialisch getötet zu haben. Er habe im Koran gelesen, er solle Dschihad betreiben. 96 Mal stach er zu, 2 Opfer wurden beinahe enthauptet. Das soll uns auch schon reichen. Weiter geht's erneut mit Wien. Mädchen, 12, aus Wien, monatelang missbraucht. Jugendbande! Eine Jugendbande, Freunde! Was ist nun mit unserer Jugend los? Mietete Hotelzimmer für Gruppenvergewaltigung. Täter sind Polizei bekannt. Erschütternde Details im Fall der monatelangen Gruppenvergewaltigung eines 12-jährigen Mädchens in Wien. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fanden einige der Taten offenbar auch in der Wohnung der Eltern eines 15-jährigen Jungen statt. Bisher war nur die Rede vom Parkhaus am Hauptbahnhof und verschiedenen Treppenhäusern im 10. Wiener Bezirk, wo das Opfer und die insgesamt 17 bisher ermittelten Täter wohnen. Die Tatverdächtigen hatten Mia, Name geändert, zum Sex genötigt, sie mit Handyvideos erpresst, die von den Gruppenvergewaltigungen zwischen Februar und Juni 2023 gemacht wurden. Der damals 15-jährige Merei, ich weiß es leider nicht, schrieb ihr eine SMS. Na, ich zitiere, ja, na, wenn du mir bläst, Punkt, lösch ich auch Video, Punkt, Zitat Ende. Auf einem der Clips soll Mia zu sehen sein, wie sie von bis zu 8 Jugendlichen missbraucht wird. Sie ist zu hören, wie sie ruft, hör auf. Als Mia sich ihrer Mutter anvertraute, stellte die eine Akte mit Fotos, TikTok-Videos und Instagram-Profilen der Täter zusammen und übergab diese der Polizei, die sämtliche Verdächtigen sofort festnehmen ließ. LKA-Major Florian Finder. Sie gab an, einmal unter Anwendung von Gewalt missbraucht worden zu sein. Täter soll ein 16-jähriger Syrer gewesen sein. Danach machten die anderen dauernd Druck auf sie, dass sie mit ihnen schlafen möge. Sie hat uns Chatnachrichten gezeigt, dass es ein Video vom Geschlechtsverkehr mit ihr gebe. Wenn sie nicht wolle, dass dieses veröffentlicht werde, solle sie mit ihnen schlafen. Das Opfer ist Österreicherin. Die Tatverdächtigen seien Syrer, Türken, ein Italiener, ein Bulgare, ein Serbe sowie Österreicher. Klammer auf, laut österreichischen Medien mit Migrationshintergrund. Klammer zu.
4 der 17 Beschuldigten sind noch strafunmündig. Major Finder, Sie kennen sie alle aus dem Park vom gemeinsamen Sitzen auf den Bänken. Einmal wurde Ende April ein Hotelzimmer gebucht. Diese Buchung konnten wir einem Beschuldigten nachweisen. Oft sei das Mädchen mehrmals wöchentlich vergewaltigt worden. Der Polizeimajor sagt, dass alle Täter der Polizei schon bekannt seien, aber nicht wegen Sexualdelikten, sondern mit Vermögens- und Eigentumsdelikten. Als Haupttäter sieht die Polizei den mittlerweile 16-jährigen Ahmad. Er hatte mir im Parkhaus an der Maria-Lasnik-Straße mit Gewalt zum Oralverkehr gezwungen. Bis auf einen Beschuldigten, der Widerstand leistete, wurden die Mitglieder der Gruppe wieder freigelassen. Mia wird von einem Opferschutzzentrum betreut. Und damit nach Deutschland, genauer nach Leipzig. 19-jährige Leipzigerin auf offener Straße vergewaltigt. Täter schuldunfähig. Natürlich ist er das. Er hatte zuvor schließlich ein, zwei Bier getrunken oder so. Ich bin gespannt. Sie kam von einem Konzert und durchlitt kurz vor ihrer Wohnung den Albtraum ihres Lebens. Eine 19-jährige Leipzigerin ist im Juni vorigen Jahres im Stadtteil Grünau von einem ihr völlig fremden Mann auf offener Straße überfallen und vergewaltigt worden. Beim Prozess am Freitag am Landgericht kam heraus, der Angeklagte, Mohammed A., 22, wird für das Verbrechen nicht bestraft, gilt aufgrund einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig. An der Stelle möchte ich nochmal anmerken, dass ich übrigens die Artikel, die ich euch hier jede Woche vorlese, wenn ich die raussuche, ich gucke da nicht zuvor, wer war denn der Täter. Ich lese die Überschrift und speichere das ab. Das ist hier nicht handselektiert, dass quasi jedes einzelne Mal rauskommt. Der Täter heißt Mohammed A., der Täter ist aus Syrien, der Täter hat Migrationshintergrund und so weiter und so weiter. Ich filtere nicht danach. Die Überschrift alleine, die reicht mir, um das anschließend abzuspeichern und dann am Sonntag Artikel nach Artikel vorzulesen. Ich lese die Artikel sonntagmorgens selbst zum ersten Mal. Und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals auch nur einen einzigen Artikel verworfen zu haben, weil mir nicht gefallen hat, wer der Tatverdächtige ist oder so. Das hier ist der Normalfall, Freunde. Es ist an jenem 23. Juni gegen 2.35 Uhr als Maya Z., Name geändert, an der Haltestelle Grünauer Allee aus dem Nightliner N2 steigt. Laut Anklage kommt der aus Afghanistan stammende Mohammed A. auf sie zu. Scheinbar harmlos erkundigt er sich nach einer Bahn. Doch plötzlich hält er ihr mit einer Hand den Mund zu, so die Staatsanwaltschaft, bringt sie unter massiven Drohungen zu Boden. Die Frau leistet erhebliche Gegenwehr, kommt noch einmal auf die Beine. Sie will aber vermeiden, den unberechenbaren Angreifer zu verletzen und damit noch aggressiver zu machen. Erneut zwingt er die völlig verängstigte Maya Z. zu Boden und vergewaltigt sie. So jedenfalls der Vorwurf der Anklagebehörde. Ich erkenne die Angaben der Zeugin an, ließ der Angeklagte zum Prozessauftakt von seinem Verteidiger Tommy Kujus erklären. Es tut mir leid, was vorgefallen ist. Leider kann ich es nicht wiedergutmachen. Knapp eine Woche nach dem Verbrechen wurde er festgenommen. Am Tatort waren Badeshorts gefunden worden und die Karte eines Fitnessstudios. An der Hose und unter den Fingernägeln des Opfers stellte die Polizei DNA sicher. Der Verdächtige war damit identifiziert. Die Polizei suchte nach ihm im Wohnhaus einer Bekannten und an dessen Adresse in Grünau. Sicherheitshalber rückte die Kripo mit einem Einsatzzug an, da gegen Mohammed A. auch wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt wurde. Die Spur blieb aber zunächst kalt. Doch dann meldeten sich Polizeikollegen aus Hamburg, wo der Afghane am 30. Juni im Zuge einer Schlägerei in einer Bar festgenommen wurde. Als 14-Jähriger war er nach Deutschland gekommen. Sein Vater habe nicht gewollt, dass er Taliban wird, sagte Mohammed A. Betreute Jugendwohngemeinschaften in Konnewitz und Knautkleeberg, Abschluss Realschule, Schulsprecher. Er war scheinbar recht gut integriert. Doch irgendwann müssen seine psychischen Probleme Überhand genommen haben. Der Gutachter berichtete davon, dass sich der Angeklagte mehrfach als Oberkommissar der Staatsanwaltschaft ausgegeben habe. Ein anderes Mal soll er sich als Besitzer mehrerer Cafés auf der Eisenbahnstraße ausgegeben haben, als, Zitat, schwarzer Nazi, der Menschenfleisch esse oder als Spross einer reichen Familie aus Dubai. Auch Stimmen habe er gehört. Okay, Ende vom Lied, er kommt jetzt für unbestimmte Zeit in eine geschlossene Psychiatrie. 21-jähriger Deutsch-Bulgare sticht Grundschüler in Duisburg nieder, Kinder schleppen sich blutend zur Schule zurück. Mitten am Tag hat ein 21-jähriger Deutsch-Bulgare, das heißt statistisch ein Deutscher, diese Tat geht auf das Konto der deutschen Bevölkerung, in Duisburg zwei Kinder mit einem Messer angegriffen. Die beiden konnten sich schwer verletzt in eine Schule retten. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Das war's im Grunde auch schon. Ich kann das Ganze an der Stelle hier abbrechen. Die Polizei hat ihn widerstandslos festnehmen können, ein paar hundert Meter weiter. Und als Tatwaffen wurden ein Messer und eine Taschenlampe sichergestellt. Mit beidem soll er auf die Kinder eingeschlagen und eingestochen haben. Warum? Wieso? Weiß man alles nicht.
Wirtin Zureka, 65, gab ihm Job und Unterkunft. Warf Flüchtling zum 10. Mal Steine auf Restaurant? Hamburg. Schon wieder hat er ihre Scheiben mit einer Gehwegplatte zerstört. Und Wirtin Zureka Pavlovic, 65, kennt den Täter. Es ist ein Mann, dem sie früher geholfen hat. Die Gastronomin kann eigentlich nicht so schnell erschüttern. Sie betreibt die Pizzeria Alt-Hamburg und das Rodizio Steakhouse am Hans-Albers-Platz direkt an der Reeperbahn. Da ist immer etwas los. Doch so etwas hat selbst sie noch nicht erlebt. Schon zum 10. Mal schleuderte ein Mann Steine in eines ihrer Restaurants, zerstörte Scheiben. Erst am Wochenende schlug er erneut zu. Überwachungskameras zeichneten alles auf. Die Wirtin ist überzeugt, dass Kassem A., 33, derjenige ist, der das Leben zur Hölle macht. Seit über einem Jahr werde ich von diesem Mann terrorisiert. Dabei wollte ich ihm nur helfen, sagt sie. Sie habe den Syrer das erste Mal getroffen, als er sich verzweifelt nach einer Unterkunft gefragt habe. Die Wirtin gab ihm ein Zimmer in ihrem Hotel für 480 Euro im Monat. Das Amt zahlte. Dann fragte er nach einem Job in ihrer Pizzeria. Auch den besorgte sie ihm. Die Chefin? Als ich ihm aber sagte, dass er von seinem Gehalt, Krankenkasse, Steuern und Miete bezahlen muss, drehte er durch zertrümmerte Scheiben. Das macht ihn mir fast schon sympathisch. Dass ich von meinem Geld Miete zahlen muss, das ist absolut akzeptabel. Krankenkasse auch, okay. Aber Steuern und Abgaben, vor allem in der Höhe? Und für welchen Scheiß man dann diese Kohle aus dem Fenster schmeißt? Das macht mich so wütend, dass ich auch gerne hier und da ein paar Scheiben einwerfen würde. Mehrere Zeugen erkannten ihn, er flüchtete. Dann fing der Terror an. Nach Bildinformationen kam Kassem A. 2015 als Flüchtling aus Syrien. Seinem Asylantrag wurde stattgegeben. Er verfügt über einen Aufenthaltsstatus. Darf arbeiten. Die Restaurantchefin? Der Schaden liegt schon bei über 10.000 Euro. Ich selbst kam früher aus Serbien nach Deutschland, halte mich an die Regeln. Wer jemanden schädigt, muss auch dafür bezahlen. Deshalb hoffe ich, dass er erwischt wird. Ja, ich habe gute Neuigkeiten. Du kannst aufhören zu hoffen. Selbst wenn sie ihn erwischen, wovon soll er das denn bezahlen? Nach meinem Kenntnisstand ist es bis heute so, dass Hartz IV eben nicht pfändbar ist. Zum einen, weil wovon soll derjenige, der da gepfändet wurde, dann leben? Und zum anderen, weil man die Allgemeinheit pfänden würde? Denn das Geld hat derjenige ja nicht erarbeitet. Es ist ja nicht sein Geld. Während es der Polizei noch nicht gelungen ist, den Mann zu fassen, hat die Staatsanwaltschaft gegen ihn einen Strafbefehl wegen Sachbeschädigung beantragt. Wie kann es sein, dass der noch nicht gefasst wurde? Man hat doch den kompletten Namen. Wo wohnt der gute Mann denn? Ich meine, das Amt zahlt doch für die Unterkunft. Naja, egal. Vielleicht ist er untergetaucht. So wie Hunderttausende in Deutschland. Ich erinnere da an einen sehr, sehr alten Artikel. Ich suche den mal kurz raus. Schade, finde ich auf die Schnelle nicht. Ich hatte den Artikel mal in einem Idiotenwatch-Video. Ich meine, die Zahl war 400.000. Von 400.000 Personen hat der Staat in diesem Land keine Ahnung, wo sie sich aufhalten. Mercedes-Fahrer griff mit Messer an. Ein Mercedes-Fahrer. Freunde, was ist nun mit unseren Mercedes-Fahrern los? Zwei Mädchen, 17, beraubt und niedergemetzelt. Was ist hier bloß passiert, mitten in der Nacht an einem völlig abgelegenen Ort? Die Polizei ermittelt wegen eines brutalen Überfalls auf zwei 17-jährige Mädchen in Erkrath, Kreis Mettmann. Eine der Jugendlichen schwebte sogar in Lebensgefahr. Ich habe für heute den Rahmen der Straftat der Woche bereits gesprengt. Entsprechend kürze ich das jetzt ab. Die Mädels haben da um 2.50 Uhr in irgendeiner Schutzhütte, was auch immer das ist, am Feldweg im Hochfeld abgehangen. Dann zack, erscheint da plötzlich ein unbekannter Mann, spricht sie an. Im Hintergrund haben sich dann irgendwie noch zwei weitere Männer aufgehalten. Der Unbekannte fordert mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe der Handtaschen. Die weigern sich, der Mann sticht zu, mehrfach sticht er zu, verletzt eine der beiden schwer, Lebensgefahr. Und dann steigt der Mann mitsamt seiner zwei Begleiter in einen silbergrauen Mercedes und fährt davon. Fahndung bisher erfolglos und der Täter soll nordafrikanisch ausgesehen haben. Und der Abschluss, Schockbericht. Mehr als 70% der Transgender-Häftlinge sind Sexverbrecher. Ja, weiß ich auch nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet. Ich habe die Zeit gerade genutzt und den Artikel nochmal gesucht, den ich gerade da angesprochen habe und raussuchen wollte, aber nicht gefunden habe. Ich habe ihn jetzt zumindest in dem Idiotenwatch-Video gefunden. Ist von Welt.de, Marcel Leubecher. In Deutschland werden Hunderttausende Untergetauchte vermutet. Und die Zahl lag 2017. Schon bei bis zu 520.000 Personen. Und der Staat hat keine Ahnung, wo sie sich befinden. Das nur zur Vollständigkeit. Vielen Dank. Alles klar. Damit viel Spaß mit
Das Land der Woche. Wir legen direkt los mit unseren Kandidaten und wir starten bei unseren Nachbarn im schönen Österreich. Eine Österreicherin ist nämlich gerade damit aufgeflogen, dass sie illegal 800 Torten über die sozialen Medien verkauft hat. 72.000 Euro hat sie sich damit verdient, also eine steuerpflichtige Summe, gleichzeitig noch 17.000 Sozialhilfe kassiert und natürlich keine Steuern gezahlt. Jetzt ist sie aufgeflogen wegen irgendeinem Denunziant, der halt ihr soziales Medienprofil da gemeldet hat mit den ganzen Bildern von den Torten und so. Richtig ehrenlose Aktion. Mein Appell, werde unregierbar. Wenn es irgend geht, dann sei wie die Frau aus Österreich. Unsere Glückwünsche an unsere Nachbarn. Auf der Berlinale hat währenddessen ein Film, dessen Tenor wie immer war, Scheiß auf Weiße, gewonnen. Was erstmal natürlich überhaupt nicht überraschend ist. Das ist, was die da sehen wollen, um sowas zu pushen, ist dieses Festival da. Jedoch wird das Ganze interessanter, wenn man sich mal näher anguckt, was ich getan habe in einem Weltplus-Artikel, heutigen Weltplus-Artikel. Der war noch nicht hinter der Paywall, als ich ihn archiviert habe. Insofern konnte ich da mich noch etwas schlauer machen. Und in dem erfahren wir, dass in dem Film über das gleichnamige Königreich Dahomey im heutigen, wie heißt dieser Staat, in Westafrika, Benin, es geht um die Statue von einem König dort, König Geso, die unter den Kolonialmächten im 19. Jahrhundert dort geraubt wurde und in der Jetztzeit wieder zurückgebracht wurde. Das ist quasi der Verlauf dieser Geschichte. Es geht darum, dass die ihr Kulturgut wiederbekommen haben. Und in dieser Geschichte, um halt besagtes Scheiß-auf-Weiße-Narrativ spinnen zu können, machen sie diesen König Geso dann zu einem schwarzen Befreiungskämpfer. Zu jemandem, der eingetreten ist für die unterdrückten Afrikaner gegen den unterdrückerischen Westen und stilisieren ihn so hoch. Ich habe hier mal ein Zitat aus dem Film. Die Statue von König Geso spricht von Entwurzelung, Ausbeutung und auch von der Angst vor der Rückkehr in ein Land, in dem viele Menschen von den kulturellen Verlusten gar nichts wissen. König Geso befürchtet, dass ich nicht erkannt werde, also Zitat von König Geso, und dass ich nichts erkenne. Wir werden gleich noch ein anderes interessantes Zitat von ihm erfahren. Eine Kunstzeitschrift, die relativ bekannt ist, namens Monopol, hat das dann noch weitergesponnen, sicherlich in dem Tenor, der gewollt war von diesen Berlinale-Leuten und den Filmmachern. Die sprachen dann davon, dass er seine Faust hebt in einer kämpferischen Geste, die sie erinnert an die Black Power-Proteste. Insofern ein ganz toller, quasi früher Black Lives Matter-Typ. Wir erfahren in dem Weltplus-Artikel allerdings, dass der Typ ein wenig, ein wenig unter dem heutigen Moralstandard unterwegs war und gerade wenn es darum geht, die Afrikaner zu befreien von den Europäern, eher das Gegenteil getan hat. Unter ihm war, laut einem Zitat von ihm, der Sklavenhandel das herrschende Prinzip seines Volkes. Er ist die Quelle des Ruhmes und des Reichtums. Mütter singen ihre Kinder in den Schlaf mit Liedern über den Triumph, über den Feind durch seine Reduzierung zum Sklaven. Als die Briten König Geso, der von 1818 bis 1858 herrschte, zur Abkehr vom Sklavenhandel bewegen wollten, drohte er damit, alle seine Gefangenen künftig zu töten, statt wie bisher nur zu versklaven. Das Königreich Dahomey war laut Welt vielleicht der größte und brutalste afrikanische Sklavenfänger zusammen mit seinem König überhaupt, den es jemals gab. Der Despot Geso herrschte dort nicht nur über mehr Sklaven als über freie Bürger und zwang die wahre Mensch auf den leidvollen Marsch zur Küste, sondern ließ auch Gefangene, darunter Kinder, als Menschenopfer für seine Voodoo-Götter oder einfach zu seiner Belustigung ermorden. Ja, unsere Glückwünsche an die Berlinale und natürlich an das Königreich Dahomey. Die britische Filmbehörde hat währenddessen den Film Mary Poppins umgestuft und zwar dazu, dass nun empfohlen wird, ihn nur unter elterlicher Aufsicht Kindern zu zeigen. Es geht dabei um rassistische Sprache, vor allem um eine Szene, in der als Schornsteinfeger die Protagonisten angreifen. Die Rede ist von »Wir werden angegriffen von den Hottentotten, schwarze Teufel«. Tja, unsere Glückwünsche an Großbritannien. Die können froh sein, ne? Wenn das Kanada wäre, dann würde demnächst, wenn man seinen Kindern diesen Film zeigt, Haftstrafen drohen. Ja, ich meine, wenn sie das Gegenteil von Pre-Crime machen wollen und zurückgehen wollen, dann könnten sie einfach die Filmmacher noch verknacken im Nachhinein dafür. Ja, oder deren Enkelkinder halt, ne? Also, was sie halt zu greifen bekommen. Forscher in Indien haben währenddessen eine seltene asiatische Riesenschildkröte entdeckt und bei ihrer Brut begleitet. Das Tier wird bis zu einem Meter groß und sieht ganz lustig aus. Es ist so eine super flache Schildkröte. Unsere Glückwünsche. In NRW, in der Stadt Herne, um genau zu sein, wurde ein Mann mit bzw. ohne seinen abgetrennten Penis vor seiner Haustür gefunden. Es konnte noch nicht ermittelt werden, was da vorgefallen ist. Der Typ konnte auch noch nicht befragt werden, ist zwar noch am Leben, aber in kritischem Zustand. Unsere Glückwünsche an Herne. Etwas Ähnliches, allerdings gewissermaßen andersherum, ist vorgefallen im Volkspark Prenzlauer Berg. Dort wurde ein Oberschenkel allerdings ohne seinen Besitzer gefunden, den man inzwischen aber identifizieren konnte. Es handelte sich dabei um einen Mann, der offenbar nicht aus Berlin stammt. Näheres wurde nicht gesagt, man hat ihn dann erkannt an seinen Tattoos.
Tja, wo wir schon bei der Hauptstadt sind, nicht nur ist Berlin die Hauptstadt von Deutschland, es ist auch die Syphilis-Hauptstadt. Sie haben gerade einen neuen Rekord gebrochen in der Syphilis-Infektion per capita und liegen bundesweit auf Platz 1 und zwar mit weitem, weiten Vorsprung. Sie haben eine Inzidenz von 41,3 Infizierte auf 100.000 Einwohner. Bayern beispielsweise hat eine von 10,6 und Brandenburg eine von 4,4, sprich gut einem Zehntel. Tja, neulich haben wir schon von ersten Experimenten mit der sogenannten Reerdigung in Deutschland geredet. Dabei handelt es sich um die Beerdigungsart, den Körper von jemandem in eine Art Kokon einzuhüllen mit Heu und irgendwelchen verwesungsfördernden Bakterien und so, dann zu bewegen, damit der Leichensaft schön rumgespült wird und eine gleichmäßige Verwesung eintritt, um ihn dann so beschleunigt wieder zur Erde machen zu können. Jetzt haben sich die Grünen in Brandenburg dem angeschlossen. Die wollen das jetzt vorantreiben, was allerdings auf Widerstand seitens der AfD und sogar der CDU stößt, zu meiner Überraschung. Unsere Glückwünsche an Brandenburg. Im Saalekreis wurde währenddessen vor ein Grünenbüro ein Grabstein aufgestellt, sehr zum Unmut dieser Grünen. Stumme, das war nicht irgendein Grüner, ne? Kennen wir den? Ja, den kennen wir, sehr gut sogar. Sebastian Striegel. So ist es, mein Lieber. Und wieso kennen wir Sebastian Striegel? Weißt du das noch? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist derjenige, der Höcke dafür angezeigt hat, dass er sagte, alles für Sachsen-Anhalt, alles für unsere Heimat, alles für Deutschland. Und Sebastian Striegel selbst tweetete 2015 am 18. März, ich zitiere, Zuwanderung bis zum Volkstod. Ah ja, sehr, sehr interessant. Tja, über den Grabstein war er auf jeden Fall sehr erbost. Vielleicht wäre ein Reerdigungskokon vor seiner Tür besser angekommen. Unsere Glückwünsche an Merseburg. Deutschland ist nach einem Ranking von einem Schweizer Unternehmen, wo sie Verkehrstote verglichen haben in verschiedenen europäischen Ländern, 32 an der Zahl, auf Platz 7 gelandet, der Sicherheit, also da will man möglichst weit unten sein, relativ sicher. Im Vergleich in Holland ist man auf Platz 15 gelandet, also deutlich weiter hinten. Da gibt es deutlich mehr Verkehrstote. Wobei immer hier in Deutschland argumentiert wird mit der Sicherheit, was das Tempolimit auf Autobahnen angeht. Ne? In Holland gibt es etwa ein Tempolimit auf Autobahnen von 140 oder 130. Auf jeden Fall irgendeins dieser Art in die Richtung, wie sie das wollen in Deutschland. Lauterbach hat währenddessen einen Vorstoß gewagt. Er will das Gesundheitswesen nun für Konflikte militärischer Natur rüsten. Er will uns also kriegsbereit machen, mehr oder minder, für einen Konflikt mit, ja, ich vermute mal Russland. Ich meine, es ist ein wenig das Lauterbach-Meme von, oh, jetzt haben wir Klimawandel, ich mache meine Hitzeschutzstationen. Oh, jetzt ist Russland das große Ding, jetzt mache ich meine, keine Ahnung, kriegsverwundeten Stationen oder was auch immer mir vorschwebt. Er gibt an als Grund dafür, warum das jetzt nötig sei, oder so wird hier der Tenor getroffen in der FAZ, dass eine aggressive Rhetorik aus Moskau es immer wahrscheinlicher mache, dass wir in so einen Krieg gezogen werden. Tja, was aggressive Rhetorik angeht, da gab es schon vor allem in deren Fernsehen ein paar interessante Klopper. Allerdings, wir werden nachher noch reden über das Geheimtreffen der deutschen Generäle. Und vor allem Macron, der Anführer einer der größten NATO-Nationen, hat diese Woche davon gesprochen, dass er sich vorstellen kann, dass er es nicht mehr ausschließen möchte, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken. Tja, das ZDF hat dementsprechend den wahrscheinlich dekoriertesten und angesehensten westlichen Militärexperten, Oberst Reißner, eingeladen zu sich. Jetzt hatten wir selber hier die Aussätze am Anfang, beziehungsweise ich hatte vergessen, mich zu entmuten für eine kurze Zeit am Anfang. Insofern will ich hier mal zeigen, auch an anderer Stelle, auch der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk aller Zeiten kann solche Probleme bekommen. Hier ist der Beitrag mit Oberst Reißner. Ich habe gesehen, dass Sie mit mir sprechen. Ich habe Sie jetzt noch nicht gehört. Ich hoffe, dass wir den Ton gleich haben. Ich will Ihnen gerne die erste Frage an dieser Stelle schon mal weitergeben. Also ich habe es eingänglich gesagt, am Anfang gesagt, die Ukraine steht nach Einschätzung vieler Experten aktuell an der Front, ja, militärisch mit dem Rücken zur Wand. Wie dramatisch schätzen Sie die Lage gerade ein? Ja, nach der gescheiterten Sommeroffensive war die Situation für die Ukraine ernst. Jetzt im ersten Quartal des Jahres 2024 ist die Situation für die Ukraine kritisch. Warum ist das der Fall? Weil die Munition, die Ukraine braucht, um die Angriffe der Russen abzuwehren. Die Russen befinden sich in der zweiten russischen Winteroffensive. Russland greift mit seiner
Im letzten Land der Woche hatten wir den schönen Fall von dem Polizisten, der von einem verunfallten Laster hunderte Kilogramm Käse entwendet hat und daraufhin dann seinen Job verlor. Nun hat ja ein Bruder im Geiste oder Brüder im Geiste haben dasselbe durchgezogen in Leipzig in einer Pizzeria. Die haben dort 15 Kilogramm Mozzarella entwendet, was offenbar einem hohen dreistelligen Betrag entspricht. Ich hätte nicht gedacht, dass Mozzarella dermaßen teuer ist. Dennoch unsere Glückwünsche an Leipzig. Und zu guter Letzt, was unsere Kandidaten angeht, der Kunstrasen für Fußballplätze soll in der EU sukzessive nach einer Übergangsfrist von 8 Jahren komplett verboten werden. Also dann ist es verboten, du kannst keinen Kunstrasen mehr machen, weil Plastik böse und so weiter und so fort, fossil böse. Allerdings, so auf jeden Fall die Taz, wäre es auch schlecht, einen normalen Rasen zu nehmen. Der ist auch klimaschädlich oder sogar noch klimaschädlicher, weil man da Unmengen Wasser für braucht und Wasser ist auch klimaschädlich, keine Ahnung, irgendwie in die Richtung. Jedenfalls hat jetzt der Ex-Chef vom Fraunhofer Institut für Chemische Technologie, Peter Eierer, eine Idee. Und zwar will er die Fußballplätze künftig mit Schnipseln von alten Olivenkernen belegen. Auf denen soll man dann ganz toll spielen können. Unsere Glückwünsche an Deutschland. Damit kommen wir zum Unland der Woche. Unland der Woche sind diese Woche die USA. Sicherlich verdient, Schlomo. Und zwar wegen zweierlei. Zum einen, weil auf dem Vibrator einer US-Firma dem Modell Sexology Pussy Power 8 Function Bullet Malware drauf war. Also ein Virus. Dieser Virus, dabei handelt es sich nicht um eine ansteckende Sexualkrankheit, sondern den Vibrator lädt man auf am PC und über den USB-Anschluss kriegst du dann halt Spyware darauf. Unsere Glückwünsche an die USA oder unsere Pechswünsche in dem Fall. Und große US-Firmen warnen inzwischen davor, ja, das Frankfurter Bahnhofsviertel zu betreten. Sie gehen an ihre Mitarbeiter, die in Frankfurt irgendwas beruflich machen müssen, mit Rundmails heran und schreiben denen, wie furchtbar das da ist. Wir reden hier über einen Bereich, in dem sich insgesamt 300 Dealer und 5000 Drogensüchtige bewegen. Eine große Firma aus dem Bankensektor schrieb etwa eine Rundmail: den Hauptbahnhof aus dem rechten Seitenausgang verlassen, nur oberirdisch gehen, keine Unterführungen nutzen, über die Gutleuterstraße bis zum Park Gullersanlage, dann wieder nach links und durch den Park Taunusanlage. Von dort dann Richtung Straße Taunustor. Diese Firma zahlt sogar Taxis für ihre Mitarbeiter, damit die nicht zu Fuß gehen müssen, weil sie Angst haben, dass die sonst, naja, beschädigt werden vom dortigen... Das beste Deutschland aller Zeiten. Absolut unglaublich. Ja, unsere Glückwünsche an die Vereinigten Staaten. Wer hat diesmal das Land der Woche gewonnen? Gewonnen hat mit 3/4 aller Stimmen. Einfach nein. Herzlichen Glückwunsch. Einfach nein. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke euch vielmals fürs Mitmachen. Richtig wahr getroffen. Dankeschön. How I Met Your Messer ist diesmal gesungen von Ivan, einem Mod auf dem Angerverse. Discord.gg/Angerverse, da kommt man drauf, kann man sich vernetzen mit anderen rechten Leuten. Und diese Leute machen auch einen YouTube-Kanal namens Die Sache. Die Sache 2.0 @DieSacheAV auf YouTube. Viel Spaß mit seinem How I Met Your Messer. Es ist Zeit für How I Met Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche, ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe, aufgearbeitet in ein kleines Liedchen. Los geht's. Stuttgart, Wesel, Wiesbaden und Zwickau. Die kommen her und denken, die können alles machen. Kommen vor Gericht, werden freigesprochen und machen weiter. Und jeder verschließt einfach die Augen. Hauptsache Demos gegen Recht. Sie kommen einfach her und wollen dich messen. Töten, rauben, vergewaltigen, erpressen. Norden, Süden, Osten, Westen. Wir leben in Deutschland und zwar im Besten. Sie kommen einfach her und wollen dich messen. Töten, rauben, vergewaltigen, erpressen. Norden, Süden, Osten, Westen. Wir leben in Deutschland und zwar im Besten. Wir hatten diese Woche 59 Delikte, davon waren 4 Tötungen, 25 Angriffe und 30 Bedrohungen. Unter den in der Presse näher beschriebenen Tätern hatten wir 7 Repräsentanten der üblich stark überrepräsentierten Demografie. Unter diesen waren 2 Einwohner einer Asylunterkunft, ein türkischer Staatsbürger, einer mit afrikanischem Erscheinungsbild, einer mit nordafrikanischem Erscheinungsbild, ein Algerier und ein Dunkelhäutiger. Außerdem unter den beschriebenen Tätern hatten wir 2, die akzentfreies Deutsch sprachen, 2 Deutsche, ein Ukrainer, ein Deutsch-Bulgare und einer mit osteuropäischen Akzent. In den verbleibenden 45 Fällen gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war How I Met Your Messer. Und damit weiter im Text.
Damit kommen wir zu einem der heutigen Hauptthemen. Wir kommen nach Kanada, wo die Trudeau-Regierung gerade etwas getan hat, wovon ihr sicherlich alle mitbekommen habt. Das war in aller Munde diese Woche. Und zwar haben sie der Ukraine 4 Millionen kanadische Dollar gegeben, und zwar für gendertransformative Minenräumung. Kein Witz, deren Begriffe. Ich habe davon gehört, ich dachte, das war ein Witz. Okay, nee, das war kein Witz. Kannst du das Konzept kurz erklären? Also was... Das wird leider relativ vage gelassen. Es geht um die Bereitstellung von Kapazitätsaufbau für wichtige nationale Interessengruppen. Ich gehe davon aus, dass die dann irgendwie gucken, wo leben mehr Frauen oder so, und dann werden da die Minen mehr geräumt. Und die Einrichtung einer Arbeitsgruppe für Geschlecht. Es ist fucking krank, Alter. Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe für Geschlecht und Vielfalt zur Förderung der geschlechtertransformativen Minenräumung. Tja, nun ist Kanada allerdings nicht nur als ein sehr progressives Land bekannt, sondern auch als einen westlichen Pionierstaat für autoritären Progressivismus, der auch nicht mehr so wirklich so tut, als wäre er etwas anderes als autoritär. Ne? Auf jeden Fall nicht so wie hier. Wenn du hier den Leuten irgendein neues Hassredegesetz, irgendein neues, Zensurgesetz verkaufst, dann kommst du immer noch von wegen, alle sollen doch hier leben, wie sie möchten, und es geht doch nur darum, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann und so weiter und so fort. Da ist man eher gepolt inzwischen auf, du wirst 1000 Geschlechtsidentitäten haben und du wirst glücklich sein. Da hat man einen anderen Ton angeschlagen. Ich will auch nochmal erinnern an die Trucker-Proteste, die es gab gegen die Impfpflicht in diesem Berufsstand, also dass die Leute ihren Job verloren hätten, ihren Lebensunterhalt verloren hätten, wenn sie sich geweigert haben, sich impfen zu lassen. Auch das kam es am Ende, ich glaube, es wurde gebracht, und daraufhin sind die Proteste nochmal sehr hochgekocht, und am Ende wurden sie niedergeschlagen. Am Ende natürlich fiel auch das Covid-Regime, so wie überall anders im Westen, in Kanada. Jedoch wurden davor diese Proteste niedergeschlagen, und zwar mit deren Version von Martial Law. Also Kriegsrecht hat Trudeau da eingeführt, damit er sonstige Befugnisse hatte, um diese Leute von der Straße zu fegen. Unter anderem wurden die Konten gesperrt, nicht nur von all den Leuten, die sich beteiligen an dem Protest, sondern von jedem, der an solche Organisationen spendet, deren Konten. Es wurde nicht das Geld einfach, die Spende, keine Ahnung, verhindert irgendwie. Nee, dein Konto ist weg, wenn du diesen Leuten Geld gibst. Es wurde verboten, mit Benzin auf die Straße zu gehen, weil die Bevölkerung von Kanada diesen Leuten gerne mal Benzin gebracht hat, um denen zu helfen, und diverse andere Sachen dieser Natur, wozu sie, wie gesagt, das Kriegsrecht einberufen mussten. Nun haben wir eine neue Eskalation dieser Natur von progressivem kanadischen Autoritarismus. Ja, in einem Bild zusammengefasst, Richter stehen, wenn du den Hass gesagt hast, im Internet künftig vor folgender Entscheidung, an die Wand ins Lager. Ja, ein schönes Animal Crossing-Meme. das Ganze ist gar nicht so weit entfernt von der Realität. Es geht um lebenslänglich für bestimmte Online-Postings. Für in milderer Weise öffentlich Hass schüren soll man jetzt statt 2 Jahren als Höchststrafe, was bisher galt, 5 Jahre lang ins Gefängnis wandern. Und wenn du einen Völkermord befürwortest oder ihn unterstützt, dann kannst du für einen Post im Internet oder diverse Posts im Internet lebenslang in den Knast kommen. Absolut irre Geschichte. Ich gehe davon aus, was allerdings am Ende der Großteil von dem Braten sein wird, ist die Zensur im Internet. Denn sie haben da quasi ihre Version vom NetzDG mit durchgebracht. Sie wollten, glaube ich, diese Schlagzeile, die große Schlagzeile, lebenslänglich, ne? Zack, guckt, wie ruchlos wir sind. Guckt, was wir bereit sind zu tun gegen unsere politischen Feinde. Und gleichzeitig, was am Ende wirklich eine Delle reinmacht, ist halt die Überzensur, indem sie Anreize geschafft haben, wie etwa eine Strafe in Millionenhöhe, bis zu 10 Millionen kanadische Dollar für soziale Medienunternehmen, wenn sie, ähnlich wie bei NetzDG, Sachen nicht löschen, die aber löschenswert gewesen wären, nachdem irgendwer das gemeldet hat. Also da muss der Staat nicht kommen und sagen, lösch das, und die weigern sich und dann kommt die Strafe. Nein, irgendwer meldet das, was jeder machen kann, was jedes linke Aktivistenkollektiv den lieben langen Tag machen kann. Und wenn es dann am Ende von einem Gericht entschlossen wird, das hätte gelöscht werden müssen, dann müssen sie diese Strafe zahlen. In anderen Worten, ein Anreiz dafür, dass sie natürlich aus einer bestimmten politischen Richtung, die Gegner der Progressiven, die Gegner der Trudeau-Regierung, alles weglöschen, was irgendwie ein wenig derber wird, wenn überhaupt das. Im Endeffekt alles weglöschen, was genug gemeldet wird. Einfach nur, um sich selbst den Arsch abzusichern. Einfach nur, damit man nicht diese 10 Millionen kanadischen Dollar am Ende abtreten muss. Dafür wurden auch 3 neue Behörden ins Leben gerufen, darunter die Digital Safety Commission, welche
über Ombudspersonen, wie sie es formulieren, Denunzianten ermutigen sollen, sich zu melden bei staatlichen Stellen, dass da irgendwas nicht gelöscht wurde oder dass da irgendwer in Hass gesagt hat und der soll zur Rechenschaft gezogen werden. Was dann darin münden kann, dass Individuen, hier sind wir bei Geldstrafen nicht für die Konzerne, sondern für Individuen, die etwas gesagt haben, was denen nicht passt, bis zu 70.000 kanadische Dollar zahlen müssen für ihr Posting. 20.000 davon, das kann dann festgelegt werden vom Canadian Human Rights Tribunal, also vom kanadischen Menschenrechtstribunal, bis zu 20.000 für die Opfer ihrer Hassrede. Das kann wahrscheinlich dann auch eine Gruppe sein. Also dann, keine Ahnung, ich habe irgendwas gesagt gegen Einwanderung aus islamischen Ländern. Dann muss ich an sowas wie Claim hier, ne, irgendeine Interessenvertretung von Migranten Geld zahlen. Und 50.000 kanadische Dollar kannst du abtreten müssen an die kanadische Regierung für dein Posting. Tja, worum geht's überhaupt bei der Verbreitung von Hassrede? Wie definieren sie das Ganze? Natürlich, weil das der Punkt ist, sie wollen einen Freibrief, sie wollen es im Wagen lassen, natürlich die sozialen Medien wissen lassen, oder das müssen sie eigentlich gar nicht mehr, jeder weiß, was Hassrede bedeutet, jeder weiß, dass es nicht um irgendwelche linken Posts geht, die über die Stränge schlagen, jeder weiß, es ist einfach nur ein Maulkorb für Rechte, das aber offiziell im Wagen lassen und ja, dann halt auf das Überblocking, Überzensieren und so weiter bauen, die konkrete Formulierung im Gesetz ist, die diskriminierende Praxis, Hassrede im Internet zu kommunizieren oder zu verursachen, insbesondere in einem Kontext, in dem die Hassrede Verachtung oder Dämonisierung eines Individuums oder einer Gruppe von Individuen auf der Basis einer verbotenen Diskriminierungsgrundlage hervorrufen könnte. Also in anderen Worten, derbe Kritik an Migranten oder an Migration, an Kriminalität, an Geschlechterauflösung, LGBT-Agenda und so weiter und so fort. Derbe Kritik an irgendeiner linken Agenda, denn hinter all diesen Agendas. Meine beides ist korrekt. Steht am Ende ja eine Opfergruppe. Ne? Steht eine Opfergruppe schützend, auf die man sich dann berufen kann. Du schadest dieser Gruppe, wenn du etwas gegen uns sagst. Und deswegen, ja, das wären dann mal 70.000 kanadische Dollar und einmal lebenslänglich. Eine der interessantesten Aspekte, oder ein näher besser gesagt, der interessantesten Aspekte, ist das angesprochene Pre-Crime-Element. Also, dass Leute zu etwas verknackt werden können, die noch nicht einmal schuldig gesprochen wurden für ihren Hassrede-Bullshit, sondern es wird nur befürchtet von Richtern, sie könnten dort etwas Hassredemäßiges posten. Ich zitiere, der Peace Bond, das ist sowas ähnliches, wir kommen gleich noch näher darauf zu sprechen, wie eine einstweilige Verfügung hier. Diese Peace Bonds sind Teil von diesem Gesetz. Der Peace Bond erlaubt es Richtern, Bedingungen gegen ein Individuum durchzusetzen, wenn sie Grund zu der Befürchtung haben, dass sie ein Hasspropagandadelikt oder Hassverbrechen begehen könnten. Zum Beispiel, wenn sie hinreichend Grund zu der Befürchtung haben, dass jemand absichtlich zu Hass gegen eine geschützte Gruppe aufstacheln könnte. Da dies eine Vorsorgemaßnahme ist, um alle Menschen in Kanada zu schützen, muss dafür kein Beweis für ein Delikt vorliegen, das bereits begangen wurde. In anderen Worten, komplettes Pre-Crime. Diese Bonds, diese Peace-Bonds können den Leuten auferlegt werden, Bedingungen können ihnen auferlegt werden von Gerichten, bevor überhaupt ihr scheiß Hate-Speech-Ding von einem Gericht erfüllt wurde von dieser Person, weil man Angst hat, die könnten den Hass im Internet sagen. Diese Peace Bonds, ich habe da mal auf einer Seite, die sich damit juristisch beschäftigt, nachgeguckt, was das ist. Wie gesagt, sowas ähnliches wie einstweilige Verfügungen. Hier werden einige Bedingungen genannt, die etwa von Gerichten dann erhoben werden können. Den Frieden zu wahren und gutes Verhalten zu zeigen. Die Person nicht zu kontaktieren, also wie gesagt, einstweilige Verfügung in der Regel, da geht es um Ex-Partner oder so, die Person nicht zu kontaktieren oder ihren Partner oder ihr Kind, davon abzusehen, nicht verschreibungspflichtige Medikamente oder Alkohol zu sich zu nehmen und dazu verpflichten, dies mit der Abgabe von Körperflüssigkeitsproben nachzuweisen. Ein Verbot aussprechen, Waffen zu besitzen. Und hier kommt ein interessanter Teil, vor allem für das Internetgesetz, das jetzt kommt, eine monetäre Kaution an das Gericht zu zahlen, welche einbehalten wird, wenn der Angeklagte eine der Bedingungen des Peace Bonds verletzt oder jede andere Bedingung, die das Gericht für geeignet hält, Schaden abzuwenden. Diese Kaution könnte man dann also bei Leuten, bei denen von einem Gericht befürchtet wird, sie könnten den Hass sagen im Internet, einfordern, hey, wir hätten gerne mal, keine Ahnung, 10.000 kanadische Dollar und dann Konditionen ihnen auferlegen, wie beispielsweise, du darfst jetzt für ein Jahr oder so nichts mehr im Internet posten, denn wir haben Angst, du könntest in einem dieser Posts Hassrede machen. Ich denke, das ist, wofür diese Peace Bonds in diesem Gesetz da sind. Absolut irre. Tja. Ich überlege gerade, Auszüge DDR-Strafgesetze. Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen, Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, Bekundung von Glaubens-, Rassen-, Völkerhass, militärische Propaganda sowie Kriegshetze
und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die Gleichberechtigung. Ich hab nämlich gerade überlegt, ob man da nicht möglicherweise die DDR überholt, also in dem Sinne, dass sie hier kein Pre-Crime-Element drin haben. Das, ne? Denke hat ich man tatsächlich. Die DDR überholt. Also ich meine, das Pre-Crime, auch, dass das bei der DDR noch ein bisschen subtiler war, aber war es ja nicht. Also das stand im Gesetz. Du durftest auch nicht gegen, Zitat, ja, demokratische Politiker. Das ist ganz witzig. Gegen die undemokratischen durftest du natürlich hetzen, aber gegen die demokratischen nicht. Ja, ich meine, auch das musstest du zumindest erstmal getan haben. Ne? Die mussten nicht nur fürchten, dass du das tust. Ja. Das Pre-Crime in der DDR gab es dann in der Form halt von, wie heißt deren VS nochmal, Stasi. Ne? Das war halt deren Pre-Crime. Und du wurdest einfach benachteiligt in deinem Job und durch tausend andere Sachen. Aber immerhin hatten den Anstand, das nicht offen zu machen. Ne? Selbst die DDR wollte sich weniger autoritär geben als das. Tja, ich denke, was jetzt die Schlagzeile hieran angeht, also diese lebenslängliche Strafe für Befürwortung oder Forderung von einem Genozid, erstmal, ich gehe stark davon aus, das wird nicht angewandt werden, wo es wahrscheinlich, wenn man es ernst nehmen würde, am meisten angewendet werden könnte, bei den Muslimen, die es auch in Kanada gibt, die etwa den Holocaust billigen, gutheißen oder etwas Ähnliches für Israel sich wünschen. Ich denke, das wird nicht kommen. Ich denke, was am Ende daraus wird, ist vielleicht ein oder zwei Bauernopfer, ebenfalls nochmal für die Schlagzeilen, irgendwelche Neonazis oder so, die man irgendwo aufgetrieben hat, die mal irgendwas über den Holocaust geschrieben haben. Das wird dann sein, worauf das hinausläuft. Und es geht dabei eher um die Schlagzeile, es mal ja deklariert zu haben, wir sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen, wir sind bereit, euer gesamtes Leben zu zerstören, dafür, was ihr im Internet schreibt. Ne? Ich meine, das waren ja auch die Schlagzeilen meistens. Hassrede, also Strafen für Hassrede können jetzt bis zu lebenslänglich gehen. Und das soll das Signal sein, was halt neu ist. Ne? Früher wollten die liberalen, in Anführungszeichen, Demokratien des Westens eben liberal durchgehen, als liberal gelten. Sie wollten den Anschein erwecken, es ginge ihnen ja eigentlich nur darum, die Freiheit zu mehren und dass alle frei sein können und so weiter. Sie wollten nicht wirken wie das autoritäre Regime, das auf den Tisch haut, sondern das Gegenteil. Wenn sie autoritär waren, wurde das Ganze verschwurbelt. In dem Fall wirkt es fast so, als wollten sie genau dieses autoritäre Signal. Und auch in Deutschland hat man ja langsam eine gewisse Umkehr von diesem Ton. Während sich anhört, so ein paar Sachen, die Faeser sagt, wir müssen ihnen den Geldhahn zudrehen und so weiter. Das ist ja nicht mehr dieses, könnt ihr denn nicht mal, wir wollen doch nur, dass alle hier in Frieden leben können, sondern das hat schon autoritärere Anklänge und Kanada ist da quasi ein Pionierstaat. Autoritäre Regime sind ja auch an sich nichts Neues. Nur, was hieran neu ist, ist, dass wir gleichzeitig immer noch die Krankheit des Liberalismus, was insbesondere mit großen muslimischen, migrantischen Populationen dann zu einer Krankheit wird, der laxen Strafen bei allem anderen haben. Ne? Der afrikanische Diktator, der sagt nicht, hey, sagt nichts gegen mich, sonst rübe ab und gleichzeitig, ja, für Diebstahl gibt's eine Geldstrafe von 10 Euro oder 3 Tage auf Bewährung oder irgendwas. Ne? Der sagt, für Diebstahl gibt's die Hand ab und für, keine Ahnung, Vergewaltigung bringen wir dich um und wenn du was gegen mich sagst, dann bist du tot. Ne? Das wäre halt ausgeglichen, ein ausgeglichener Autoritarismus. Mhm. Und ich denke, dass man sich eigentlich nur damit lächerlich machen kann, dass unbedingte Bedingung dafür ist, dass die Leute Autoritarismus akzeptieren, dass eben auch Feld-, Wald- und Wiesenverbrechen ernsthaft hart bestraft werden. Ansonsten ist das Signal, hey Leute, ihr könnt hier rauben, Diebstähle begehen, vergewaltigen, ihr könnt sogar morden und ihr kriegt dafür ein paar auf die Finger. Aber wenn ihr was gegen uns sagt, gegen das Regime, das das zulässt, oder wenn ihr euch zu sehr darüber beschwert, dass diese Zustände herrschen, dann gibt's richtig was auf die Rübe. Das ist halt ein sehr komisches Signal. Ich will ja nochmal als kleine Seitensache reinbringen. Ich habe mir neulich mal die Diebstahlsraten angeguckt nach UN-Zahlen in diversen Ländern. Als Repräsentant von solchen liberalen Demokratien einfach mal Deutschland. In Deutschland haben wir auf 100.000 Einwohner eine Diebstahlsrate von 1.576. Wenn wir das vergleichen mit Ländern wie dem Iran, Katar, Ägypten, Algerien oder Malaysia, also deutlich, deutlich autoritäreren Ländern, mit einer Population, die gleichzeitig quasi nur aus den Migranten besteht, die hier den Großteil dieser Delikte begehen oder auf jeden Fall beträchtliche Anteile dieser Delikte begehen, dann landen wir dabei, dass dort ein Zehntel bis zu ein Fünfzehntel dieser Straftaten begangen werden. Ist natürlich teilweise etwas mit Vorsicht zu genießen, was die dafür Zahlen melden und so. Aber das sind UN-Zahlen und diese Rate ist quasi konstant. Wir haben den Iran mit 156, wir haben Katar 106, Ägypten 104, Algerien 125, Malaysia 141. Wie gesagt, also, Deutschland 1576. Ich würde da zum Beispiel, bei Katar wäre ich ganz vorsichtig. Ich glaube, das ist ein Land, wo der Bevölkerung auch unermesslich reich ist. Also wenn es nicht gerade irgendwie Gastarbeiter sind oder so. Aber Ägypten ist ein hervorragendes Beispiel. Algerien ist ein hervorragendes Beispiel. Ja, und die liegen deutlich unter uns.
Ja, ja. Und zwar etwa Faktor 10. Ja. 10 bis 15, ja. Und das Interessante ist halt, dass dieser Faktor gleich bleibt. Ne? Du findest da keinen Ausreißer. Du findest von diesem Regime, also wie gesagt, deswegen spreche ich ja auch immer davon, dass wir die Wahl haben, entweder Remigration zu machen oder in Deutschland die Scharia einzuführen. Das meine ich nicht wörtlich, nicht buchstäblich die Scharia, sondern ich meine die Gesetze so zu verschärfen, dass sie angepasst sind an die Populationen, die inzwischen hier sind. Ne? Ich meine, das ist der Grund, aus dem die da diese Gesetze brauchen. Aber das nur mal als kleine Exkursion. Wir waren bei Kanada. Kanada, die jetzt lebenslange Haft auf bestimmte Hasspostings im Internet verhängt haben. Und ich wollte das natürlich mal abgleichen mit Strafen, die es in Kanada für schwere, schwere Delikte gibt. So wie etwa für Vergewaltigung. Die Höchststrafe für Vergewaltigung in Kanada sind 10 Jahre. Also Hasspostings über Völkermorde, aber immer noch tippi im Internet, lebenslänglich, Vergewaltigung, im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall 10 Jahre. Wenn du ein Kind vergewaltigst, allerdings kannst du auch 14 Jahre bekommen, das Minimum bei Kindern. Also immer noch nicht lebenslänglich. Immer noch nicht. Kind vergewaltigen, 14 Jahre, Hasspostings im Internet bis zu lebenslänglich. Ich habe mir 2 Fälle mal angeguckt, um zu gucken, wie das dann in der Regel so ausgelegt wird. Und ja, hier haben wir einen von einem indigenen Kanadier, der eine kanadische Frau vergewaltigt hat. Und der hat dafür, das war ein Fall, der durch die Medien ging, weil er einige Zeit nachher erst überführt werden konnte wegen DNA-Proben, der hat dafür 3 Jahre bekommen. Am Ende an 3,5 Jahre, weil es in Tateinheit war mit einem Raub, ein halbes Jahr für den Raub und 3 Jahre für Vergewaltigung. Wenn man allerdings den Migrantenbonus innehat, kann das noch glimpflicher ausgehen. Das sind einfach die ersten beiden Vergewaltigungsfälle, die ich gefunden habe aus Kanada. Hier haben wir einen Afghanen, der hat Folgendes gemacht. Der hat eine Kanadierin, die von einer Feier nach Hause gekommen ist, in ihre Wohnung verfolgt, ist heimlich in ihre Wohnung eingestiegen und hat sie dort vergewaltigt. Der hat dafür, rate mal, was hat er bekommen? Ja, dann jetzt weniger als der Typ zuvor. 2,5 oder was? 1,9. Also 1 Jahr, 9 Monate. Und, aber warte mal, ist er die wirklich eingewandert oder wird das dann zur Bewährung umgewandelt? So wie ich das verstehe, wandert er die wirklich ein. Okay, na immerhin, aber trotzdem. Also für diese Art der Straftat, ja, nicht mal 2 Jahre einzuwandern. Das ist, also Kanada ist ein Drecksloch. Ja, für Hassverbrechen, also das sind dann Sachen in der realen Welt, Verbrechen, ich hau einem Schwarzen aufs Maul und sag, du scheiß Schwarzer. Dafür kann ich ebenfalls lebenslänglich bekommen. Also auch wenn das an sich kein Mord ist oder irgendwas, dass es ein Hassverbrechen ist, macht es dann zu einer Straftat, bei der die Höchststrafe lebenslänglich wäre. Das ist auch Teil von diesem Gesetz. Ich nehme an, umgekehrt würde es dann so laufen, wenn dort ein Schwarzer einem Weißen die Fresse einhaut und dabei sagt, du hässlicher Weißer, dann war der nicht ganz dicht im Kopf. Ja. Er hat psychische Probleme und so. Also ein Hassverbrechen war das nun wirklich nicht. Das war eine Körperverletzung, keine Frage. Also gibt es 2 Wochen Fernsehverbot. Aber ein Hassverbrechen war das nicht, weil der war nicht ganz Herr seiner Sinne. Ja, und darin spiegelt sich halt auch die Perfidie von diesem System wieder, das mal autoritär ist und mal das Gegenteil von autoritär, mal so liberal, dass man es kaum mehr ernst nehmen kann. Ne? Man muss das nicht in Gesetzestext gießen. Gut, man kann dann reden von geschützten Gruppen und so weiter und Machtstrukturen, aber du musst nirgendwo hinschreiben, wenn Weiße, Schwarze, dann so viel, wenn Schwarze, Weiße, dann so viel. Ne? So wie es vielleicht gewesen wäre in, keine Ahnung, Apartheid Südafrika oder so. Das muss man nicht tun. Es reicht, das Ganze im Wagen zu lassen und das Grundverständnis der Gesellschaft und vor allem der Richterschaft auszunutzen, dass natürlich der Hass von den Weißen ausgeht. Natürlich Rassismus eine weiße Sache gegen Migranten ist. Ne? Das reicht. So können sie de facto Rassengesetze einführen, ohne sie auf dem Papier zu Rassengesetzen zu machen. Kurz nochmal, um das deutlicher zu machen, falls ich das gerade nicht gemacht habe, was wir gerade besprochen haben, das ist ein Entwurf, also ein Gesetzesentwurf von Trudeaus liberaler Regierung. Das wollen die jetzt zu einer Sache machen, ist aber noch nicht durch. Die liberale Regierung, ja, die zukünftig den Umstand, dass du möglicherweise ja, einmal das Falsche im Internet sagen wirst, unter Haftstrafe stellen möchte. Alles klar. Gut, das soll es gewesen sein von Kanada. Damit kommen wir zum NPC der Woche. Und der heißt diese Woche Daniel Bugs. So, hier, Freunde, NPC der Woche. Was für einen Idioten gucken wir uns diesmal an? Oh, ich sehe gerade keinen Idioten diesmal, sondern einen Taz-Journalisten. Das ist nicht das gleiche, Freunde. Taz-Journalisten sind nicht per se Idioten. Daniel Bugs heißt der Gute jedenfalls und ist Redakteur im Parlamentsbüro der Taz.
Außerdem Autor unter anderem von Die Volksverführer. Und da geht's um Populismus. Und im Vorstand von den neuen deutschen Medienmachern sitzt er ebenfalls. Die neuen deutschen Medienmacher, das ist so eine migrantische Pressure Group, die immer dann einschreitet, wenn jemand über die Stränge schlägt. Die goldene Kartoffel zum Beispiel, die wird vom Verein Neue Deutsche Medienmacher innen verliehen. Wie ich euch in dem heutigen Segment schon erzählt habe oder erzählen werde, gab es die goldene Kartoffel zum Beispiel für Spiegel TV, weil die nämlich über Clankriminalität gesprochen haben. Und das ist rassistisch, Freunde. So, zurück zu Daniel Bax. Was kann der Mann eigentlich so? Kann der, weiß ich nicht, kann der wenigstens jonglieren oder irgendwelche Zaubertricks? Daniel Bax, 1970 in Blumenau, Brasilien. Aha, aha, okay. Ich habe mich bis gerade eben gewundert, wieso jemand mit einem solchen Namen Vorstand im Verein Neue Deutsche Medienmacher innen sein kann. Weil das ja, wie gesagt, eine migrantische Pressure Group ist. Aber der Mann scheint auch Migrant zu sein. Ist das irgendwie, ist er da geboren? Aber die Eltern sind Deutsche. Ich weiß es nicht. Es ist auch egal. Ist deutscher Autor und Journalist und Redakteur für die Taz. Von 2020 bis 2023 war er Pressesprecher des DECIM-Instituts. Oder DECIM, keine Ahnung. Das ist übrigens auch so ein Verein. Wenn ihr mal DECIM-Institut googelt, dann ist direkt der erste Treffer, es geht um Migranten. Der zweite, es geht um Migranten. Und zwar immer in Bezug auf die Mehrheitsgesellschaft. Wie rassistisch die ist und so. Rassismus und seine Symptome ist zum Beispiel vom DECIM-Institut der Nationale Diskriminierungs- und Rassismus-Monitor. Racist Realities. How does Germany deal with racism? Gastbeitrag. Asylverfahren in Drittstaaten. Bedenklich, gefährlich und unwirksam. Also, wohin man auch guckt, übrigens gefördert vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Also, wie das halt immer jedes fucking Scheißmal so ist. Ihr zahlt für diese Scheiße. Ihr zahlt dafür, dass dieser Verein euch erklärt, wieso ihr dreckige Scheiß-Rassisten seid. Hässliche Kartoffeln, die zum Rassismus neigen. Das war mein TED-Talk. Dann bitte einmal 2,8 Millionen Euro an Steuergeldern. In meine Tasche, du hässliche Kartoffel. Was hat denn der Herr Bax verzapft, dass er diese Woche die Ehre hat, zum NPC der Woche ernannt zu werden? Er hat getweetet, wie das meistens so ist bei NPCs, die tweeten viel. Er schrieb am 26. Februar folgendes. Das Schöne am rechtsradikalen Blog Ruhrbarone ist, dass sie dort offen sagen, um was es ihnen bei Berlinale und Kulturpolitik insgesamt geht. Um die Zensur unliebsamer Meinungen. Saying the quiet part out loud. Und das Ganze hat er geschrieben als Reaktion auf einen Tweet der Ruhrbarone. Und die Ruhrbarone haben einfach nur getweetet, das Berlinale-Problem lässt sich mit einer beherzten Kürzung im Kulturhaushalt des Bundes schnell lösen. Also sprich, Aktivisten sollten weniger durch den Staat gefördert werden, was an sich ein sehr ehrenhaftes Anliegen ist. Also die Kürzung ist ein ehrenhaftes Anliegen. Das ist natürlich eine Reaktion auf die antisemitischen Vorfälle bei der Berlinale. Und das ist dann für den Herrn Bax offensichtlich rechtsradikal. Oder ist der Blog an sich rechtsradikal? Gucken wir doch mal nach. Ruhrbarone ist ein deutschsprachiges Blog aus Bochum. Gegenstand der Berichterstattung ist besonders das Ruhrgebiet. Es wird aber auch häufig zu überregionalen und internationalen Themen Stellung genommen. Das Blog erschien von 2010 bis 2013 auch in gedruckter Ausgabe. Die Ruhrbarone werden den Antideutschen zugerechnet. Was? Antideutsche Rechtsradikale? Bevor ich euch erkläre, was Antideutsche sind, noch einen weiteren Satz aus dem Wikipedia-Artikel. Das Blog wurde 2007 von Stefan Laurin, David Schraven, Ulrike Traub, Thomas Nückel und Christoph Schurian gegründet. Wer ist denn David Schraven? David Schraven hat Korrektiv mitgegründet und gehört nach wie vor zu Korrektiv. Aber die Ruhrbarone sind rechtsradikal. So, was sind jetzt antideutsche Freunde? Antideutsche sind einfach nur Linksextremisten, die einen ganz besonderen Hass auf sogenannte Scheißkartoffeln haben. Also eigentlich exakt so wie die neuen deutschen Medienmacher innen. Wie mutmaßlich ein Herr Daniel Bax, unsere Innenministerin Frau Faeser, unsere Antidiskriminierungsbeauftragte Frau Ferda Attermann und so weiter und so weiter. Das war's auch schon. Das war mein TED-Talk. Spenden könnt ihr gerne per Superchat entrichten. Dankeschön. So, und dann vielleicht noch am Ende die Moral von der Geschichte. Alle, die eine andere Meinung als ich haben, die sind literally Hitler. Und damit kommen wir zum Geheimtreffen der Deutschen generell.
Genau, also ich meine, ihr könnt das nicht mitbekommen haben. Da wurde ein Gespräch von 4 deutschen Offizieren aufgezeichnet und dann von den Russen für uns alle im Internet zur Verfügung gestellt. Die 4 Offiziere unterhalten sich unter anderem über den Taurus-Marschflugkörper. Ich werde die Geschichte als solches aber nicht lang und breit wiedergeben. Wer das im Detail erläutert möchte, der möge bei Boris von Morgenstern vorbeischauen. Ich habe euch sein sehr gutes Video dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Ich will auf etwas anderes hinaus, und zwar zum einen darauf, wer für die IT-Sicherheit der Bundeswehr mitverantwortlich ist. Und ich will nochmal kurz über eine Passage eines Bildartikels sprechen, und zwar dem, ich glaube, ersten Bildartikel. Also ich habe von der ganzen Kause erfahren durch diesen einen Bildartikel. Lassen wir mit dem Bildartikel auch anfangen. Ich hätte direkt was zu sagen. Bitte. Genau, zu dieser Überschrift. Russen hören Geheimgespräch deutscher Generäle ab. Da sieht man kann es immer in die eine oder andere Richtung framen. Ne? In dem Fall könnte man den Russen, wenn man es so machen würde wie bei Korrektiv und unserem Verfassungsschutz, also auch einer staatlichen Behörde, bei dem Geheimtreffen und Geheimplan gegen Deutschland, der AfD, genauso machen können. Man hätte sagen können, VS hört Geheimgespräch von AfD-Politikern ab. Ne? Oder hören ein privates Gespräch ab. Stattdessen ist dann der Frame, die großen investigativen Journalisten waren da, was man hier genauso machen könnte. Ne? Also es ist wortwörtlich dasselbe, was passiert ist. Eine staatliche Behörde hat etwas heimlich aufgenommen von einem privaten Treffen von irgendwelchen wichtigen Leuten und hat es dann an die Presse gegeben. Ja gut, Bussi, meine, hier ist die Frage, ob das Treffen unironisch geheim war oder nicht das Treffen, sondern das Gespräch, ja, oder ob das tatsächlich geheim ist, wenn hochrangige Militärs über Militärsachen sprechen, ne? Gut, jedenfalls schreibt man, im Mitschnitt ist zu hören, wie die 4 Bundeswehroffiziere offenbar in Vorbereitung für ein Briefing der Bundesregierung über die Fähigkeiten des Marschflugkörpers Taurus diskutieren. Sie sprechen darüber, welche Herausforderungen es für eine Lieferung an die Ukraine gäbe. Brisant, dabei gehen die 4 Offiziere nicht davon aus, dass dafür unbedingt deutsche Soldaten in die Ukraine entsandt werden müssten. Genau das aber hat Bundeskanzler Olaf Scholz immer wieder als Grund vorgeschoben, um sein Nein für eine Taurus-Lieferung zu begründen. Und die Offiziere schlagen auch Wege vor, wie in der Ukraine Taurus-Raketen auch ohne konkrete Zieldatenübermittlung durch die Bundeswehr eingesetzt werden könnten. Hintergrund: Scholz hatte suggeriert, durch diese Zielsteuerung würde Deutschland zur Kriegspartei. Die Offiziere diskutieren die Ausbildung für die ukrainischen Piloten und weitere technische Details wie Trägersysteme. Außerdem geht es um verschiedene Ziele, die die Ukrainer mit dem Taurus angreifen könnten, darunter auch die Kertschbrücke bzw. Krimbrücke, eine wichtige Nachschubroute für die von Russland besetzte Krim. So, und jetzt kommt der für mich spannende Absatz. Die russische Propaganda lügt diese Gedankenspiele um. Deutsche Offiziere würden den Angriff auf die Krimbrücke planen. Tatsächlich aber werden in dem Mitschnitt nur die Ziele diskutiert, die die Offiziere als naheliegend für die Ukrainer vermuten. Bitte was? Mhm. Also ich kann nicht prüfen, was die Propagandarussen dazu gesagt haben, aber das sind alles nur Gedankenspiele? Also wir können die Audiodatei hier natürlich nicht abspielen, aber ihr findet die schon. Ja, wir können die aber nicht abspielen, weil für das Posten schon Twitter-Konten gesperrt wurden und ich will den Kanal nicht riskieren für so einen Quatsch. Ich hab's gehört. Wir werden darüber reden dürfen, nehme ich an. Der Account Zentrale Ermittlungsstelle auf Twitter hat die gepostet. Und ich habe den entsprechenden Part hier für euch mal transkribiert, ja, und lese ein bisschen was vor. Also der Erste da im Bunde sagt, ich kann noch mal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Leider! Alles nur ein Planspiel. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche. Womit ich nicht sagen will, dass er persönlich, ja, also wer weiß, ja, aber das will ich jetzt nicht behaupten, dass er persönlich, ich, ja, da jetzt 10 oder 20 Flugkörper bräuchte, um die Brücke kaputt zu machen, aber klingt nicht so richtig wie ein Planspiel, ja. Jetzt interveniert einer, 12 geschätzt, da wo sie aufklappt, wenn du die Pfeiler nimmst. Jetzt Nummer 1 wieder, ja, und der Pfeiler, dann machen wir unter Umständen nur ein Loch rein und dann stehen wir da. Wir, ja. Und um mal eine valide Aussage zu haben, müssten wir es wirklich selber mal, Punkt, 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 dann wird unterbrochen. Von Nummer 2, ja, wollte auch nicht die Brücke detonieren. Ich will nur sagen, dass der pragmatische Ansatz wäre, was wollen die überhaupt? Wie kriegen die das hin und wie schnell könnte ich die dafür ausbilden? Und am Ende, wie schnell könnte ich die dafür ausbilden? Was bleibt ist, dass wir denen, die, okay, ich glaube, jetzt ist es interessant, die imagezentralisierten Missionsplanungsdaten geben müssen. Ja, nicht müssten, müssen. Wir müssen denen grundsätzlich die SEM, SEM,
Mobi geben und so weiter und so weiter. Also passt wo die Bild das gerade das zu? Diametrale Gegenteil bitte. Behauptet hat, ne? Die haben behauptet, diese passt Daten das für dich nicht zu? Tatsächlich aber werden in dem Mitschnitt nur die Ziele diskutiert, die die Offiziere als naheliegend für die Ukrainer vermuten. Also wir müssen denen diese und diese Daten geben. Ne? Wir müssen ihnen eben exakt diese Programmierung geben, sprich die Rakete für sie dahin leiten. So ähnlich wie der Superchat-Typ bei uns das Ding programmiert hat. Ne? Wie der unsere neue Grafik hier programmiert hat. Der hat uns das Ding gegeben, aber nicht er selber technisch gesehen blendet die Superchats ein. Genau das müssen sie machen dafür. Und wir aber reden also hier darüber, ja? Dass die zentrale Nachschubslinie im Süden der Ukraine gekappt wird mit der deutschen Waffe, mit Beteiligung vom deutschen Militär. So ist es. Aber das ist alles nur Russenpropaganda, ja? Wir fantasieren uns da was herbei. Da hat niemand überlegt, wie man das jetzt wirklich anstellen würde, diese Brücke zu sprengen. Hat er die Bild so geschrieben? Ja? Ist auch interessant, dass es jetzt kommt, ne? Also, von wann soll das Gespräch gewesen sein? Weißt du das? Ungefähr? Ja, Februar. Ich meine 19. Februar. Ich habe den Artikel ja nicht mehr offen. Ich glaube, 19. Februar war es. Macron quatscht gleichzeitig was von Bodentruppen und so. Ja, das sind alles Verzweiflungserscheinungen. Ne? Diese Eskalation würde man gar nicht besprechen, wenn es gut laufen würde. Ne? Wenn nicht langsam ein Kollaps anstehen würde. Oder das sind jetzt halt absichtliche Versehen, die da geschehen. Ne? Auch das, ich meine, Scholz hat ja auch irgendwie diese Woche erst angedeutet, dass da schon Europäer in der Ukraine sind. Ja, sollten wo haben, ich, ne? Ich meine, war es die New York Times? Ist, glaube ich, auch von dieser Woche. Wo rauskam, dass in einem in Deutschland befindlichen Militärkrankenhaus der Amerikaner regelmäßig Amerikaner behandelt werden. Jetzt ist das ja so, du kannst da deine Uniform abgeben und gehst dann als Privatperson hin. Ja, lässt dich als Söldner anheuern und meddelst dann damit rum. Ja, dann kann man natürlich die amerikanische Regierung da nicht für verantwortlich machen. Ist schon klar, dass die das eigentlich auch wollen. Ja? Aber der Witz ist der, dass dieses Krankenhaus, in dem die behandelt werden, ist eines, welches exklusiv den Kräften der amerikanischen Armee zur Verfügung steht. Interessant. Und da werden dann Söldner behandelt. Blackwater-mäßig, ja. Ja. Meine zweite Sache war ja die Frage nach möglichen Verantwortlichen für die IT-Sicherheit bei der Bundeswehr. Ich habe da einen geschwärzten Artikel für dich, Schlummer. Ja, Kriegsleaks. Und meinst du, kannst Cybersecurity. Auch, wenn du es nicht schon mitbekommen hast. Bitte was? Ich habe ein Bild leider gesehen in unserem Chat. Unser Lieblings-Einhorn-Oberst, es ist der gute Herr Bifang. So ist es, so ist es. Anastasia Bifang, großartig. Dazu gleich mehr irgendwas. Wollt sind die Darkums Teil von dem? Gerne. Na sicher. Ah, okay. Das Originalvideo sogar. Ja, zeig uns das mal, Schlummer. Lässt sich gerne in Darkrooms vögeln. Kriegsleaks. Diese Transperson leitet Cybersecurity der Bundeswehr. Deutschland hat sein Gesicht verloren, heißt es aus Russland. In Deutschland herrscht währenddessen Krisenstimmung. Scholz versprach Aufklärung. Doch wie kann es überhaupt sein, dass Gespräche von höchsten Entscheidungsträgern in Deutschland abgehört werden können? Warum verwendet Deutschlands kritische Infrastruktur unseriöse US-Services, die für ihre Datenunsicherheit bekannt sind? Der Status hat sich die Referatsleiterin für Cybersecurity der Bundeswehr bei der Einsatzplanung angesehen und festgestellt, ihre Hauptanliegen scheinen ihr eigener Transgenderismus und Anti-AfD-Propaganda. Wie viel Raum in ihrem Kopf noch für Sicherheitsvorkehrungen bleibt, konnten wir nicht ermitteln. Ja, ihr habt's, also ich glaube, jetzt wisst ihr sowieso, was Sache ist. Ens, Alt-Ens, Bekannt-Ens, Anastasia Bifang, Freunde. Ens ist für die Cybersecurity der Bundeswehr verantwortlich. Anastasia Bifang ist Oberstleutnant jener Luftwaffe, die sich vor allem blamiert hat und dabei auch noch den Beweis geschaffen hat, dass Deutschland in der Ukraine aktiv mit den Briten und Franzosen in das Kriegsgeschehen involviert ist. Schuld daran ist ein Gespräch, das unverschlüsselt und völlig unsicher über den US-Service WebEx von Cisco geführt wurde. Die NSA hat in Cisco-Produkte Hintertüren zur Spionage eingebaut. Das regte bereits 2014 auf, also vor 10 Jahren. Freunde. Seit 10 Jahren scheint das bekannt zu sein. Der Hersteller versuchte sich bei den Verantwortlichen dagegen zu wehren. Ohne Erfolg. 2016 machten NSA-Leaks auf die Unsicherheit der Cisco-Systeme aufmerksam. Dass US-Software unsicher ist und Cisco im Speziellen ist hinreichend bekannt. Vor allem Edward Snowden macht auf die fatalen Vorkehrungen der USA durch die Installation von Schnüffel- und Schadsoftware in einer Vielzahl von Staaten aufmerksam. Diese würden sich durch die Software erpressbar machen, denn die USA könnten jederzeit die Infrastruktur lahmlegen, sofern die betroffenen Staaten nicht gehorchen. Dennoch scheint keinerlei Umdenken in Sachen Cybersecurity stattgefunden zu haben.
Dabei verfügt die Bundeswehr, wie Statusrecherchen ergaben, sogar über einen eigenen Cybersecurity-Organisationsbereich mit einer populären Referentin, der Transperson Anastasia Bifang. Ich lasse mich gerne vögeln, Darkrum. Du lässt dich gerne durchbumsen. Ja, warum nicht, ne? Ja, okay. Spontan, lustvoll, trans. Auf der Suche nach schnellem Sex. Make love, not war. Mit diesem Statement auf einem T-Shirt, das ein Einhorn auf einem Panzer zeigt, präsentiert sich Anastasia Bifang auf Twitter. In der Bundeswehr herrscht hingegen ein ganz anderer Kurs. Dort wird derzeit offenbar der Dritte Weltkrieg angestrebt, wie die Tapes zeigen. Doch Bifang beschäftigten vor allem andere Themen. Sie hatte ihr Coming-out im Jahr 2013. 2019 zog sie gegen die Bundeswehr vor das Verfassungsgericht, um ihren Job zu behalten und Richtlinien der Bundeswehr für Vorgesetzte zu kippen. Denn nachdem sie auf Tinder offenherzig ihre Fetische breittrat, erhielt sie von ihrem Disziplinarvorgesetzten einen Verweis. Sie habe gegen die außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht verstoßen. In ihrem Profil beschrieb sie sich als spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung und auf der Suche nach Sex. All genders welcome. Anastasia Bifang, die zuvor Mark hieß, kam damit durch. Für die Bundeswehr stellt eine extrovertierte Sexualität auch bei Führungspersonen nun kein Problem mehr dar. Bifang war seit 2017 Kommandeurin des Informationstechnik-Bataillons 381. Von 2018 bis 2019 befand sie sich sogar im Auslandsaufenthalt in Afghanistan. Seit 2020 ist Bifang nun Referatsleiterin für Einsatz- und Übungsplanung im Kommando Cyber- und Informationsraum in Bonn. Ob sie den Generälen, über die nun die ganze Welt lacht, unverhütete Gespräche im Ausland über den fragwürdigen US-Service Cisco empfahl, klärt derzeit eine interne Prüfung in der Bundeswehr. In der Doku Ich bin Anastasia wird Bifangs Situation als Transfrau bei der Bundeswehr beleuchtet. Sie setzt sich für das Recht auf Damentoiletten für Transgenders und ihr Recht, unter Frauen zu duschen, ein. Außerdem bekämpft sie jegliche AfD-Einflüsse in der Bundeswehr. Ihr Engagement ist dabei nicht privater Natur. Bei der Bundeswehr ist sie stellvertretende Vorsitzende der queeren Bundeswehr. Wie hat dein Obermacho-Arbeitgeber Bundeswehr reagiert? So, als letztes habe ich für euch noch das Zitat der Woche. Das hat jetzt mit Russland nichts mehr zu tun. Schumo, du blendest uns gerade einen Tagesspiegelartikel, glaube ich, ein. Ne? Kannst du mal kurz die Überschrift vorlesen? Ich sehe den gerade nicht. Sie hatte einen Hund und tanzte Capoeira. Was Nachbarn in Kreuzberg über die festgenommene RAF-Terroristin berichten. Genau. Und in diesem Artikel, der ist leider hinter der Paywall, ja, stecken ein paar wenige Sätze. Da wird ein Interview geschildert mit einem Bewohner des Nachbarhauses und das lese ich euch gleich vor, den entsprechenden Part. Ganz kurz, also die Frau Klette, ich glaube Daniela, die ist RAF-Terroristin gewesen. Das ist 30 Jahre her. Es gab im Zuge ihrer Aktivitäten, ja, keinen Toten oder sowas. Sie ist an Banküberfällen und sowas beteiligt gewesen. Sie ist nicht die Einzige, die flüchtig ist. Man ist da jetzt aktuell weiteren Personen auf der Spur. Es wird zum Beispiel jetzt gefahndet nach jemandem, dessen Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Ein Herr, der heute natürlich mehr ganz so jung ist. Ich nehme mal an, man hat das dann aktuelle Foto von ihm von einem Datenträger, der sich in ihrer Wohnung befunden hat. Solidaritätsbekundungen gab es auch schon. Also in Kreuzberg wurde zum Beispiel ein recht großer Banner aufgestellt. Irgendwie Daniela halte durch oder irgendwie sowas in der Art. Es ist schon wild, was da abgeht, ja. Jetzt zu dem Zitat der Woche, Schlummer. Also in diesem Taz-Artikel, ja, die sind dahin, haben sich in der Gegend umgehört und mit Leuten gesprochen. Und einer der interviewten Nachbarn, der sagte Folgendes, ich zitiere, ja, da habe ich jahrelang neben der Genossin gewohnt. Das gibt's ja nicht. Alter. Verabschiedet hat er sich von den Tagesspiegeljournalisten mit folgender Aussage, Rotfront. Ja, man stellt sich vor, irgendein NSU-Mittäter, irgendeine Randfigur in dieser Causa wird enttarnt und der Nachbar sagt dann in Dresden oder so, ach, wenn ich gewusst hätte, dass ein Kamerad hier direkt um die Ecke wohnt, hätte man sich mal zum Kaffee treffen können. Ja, und dann? Also wie müsste der sich verabschieden? Ja, das darf ich hier nicht, sonst kriege ich Lebenslanghaft. Also vor allem, wie die den Berliner Bezirk Kreuzberg medial durch den Dreck ziehen würden, als letztes Nazi-Nest, als Hochburg der Neonazis. Ja, es ist unglaublich. Aber so interessiert uns das nicht. Das wirklich Entscheidende bezüglich der Nachbarschaft steckt hier hinter einem Paywall-Artikel. Mittlerweile haben darüber mehrere Quellen berichtet. Ich bin natürlich nicht gewillt, dem Tagesspiegel auch nur einen einzigen Cent zu zahlen, aber das steht da so drinne. Ja, könnt ihr querchecken. Mehrere Quellen gehen das genauso wieder. Absoluter Wahnsinn. Ja, fand ich witzig. Das unser Zitat der Woche, Freunde. Damit kommen wir zu einem Segment und zwar darüber, dass deutsche Clans, in Anführungszeichen deutsche Clans, nur wegen dem Rassismus der Deutschen kriminell werden. Thank you.
der andere Blick. Die steuerlich geförderte Verniedlichung der Clankriminalität muss aufhören. Laut einer teuren Studie soll die Gesellschaft, wer sonst Freunde, an der Kriminalität einiger arabischer Großfamilien schuld sein, weil Deutschland rassistisch sei. Wer hat für diese Studie bezahlt? Deutsche. Ich zitiere bei der Gelegenheit mal jemanden, der cleverer ist als ich. Er schrieb auf Twitter mal, ihr könnt entweder dabei zusehen, wie eure Gesellschaft den Bach runtergeht, während man euch als Rassisten beleidigt, oder ihr könnt euch dagegen wehren, während man euch als Rassisten beleidigt. Einmal Westfernsehen für euch. Die Neue Zürcher Zeitung, Autorin mal wieder Fatina Kailani, sehr gute Frau, die schreibt immer sehr, sehr gute Artikel, kann ich wärmstens empfehlen. Lesen wir doch mal. An der Kriminalität durch arabische Großfamilien ist vor allem die deutsche Gesellschaft schuld. Das ist das Ergebnis einer Studie der Technischen Universität Berlin. Bitteschön, lieber Steuerzahler. Da sind deine 660.000 Euro Fördergeld doch gut angelegt. Bei diesen Kosten wird es allerdings nicht bleiben. Denn die Studie ist ein verquast formuliertes akademisches Bullshit-Bingo, das vorrangig einem Zweck zu dienen scheint, an weiteres Steuergeld für viele anschließende Projekte und Studien zu gelangen. Ja, das ist ja generell eine Seuche, eine absolute Seuche, die unser Land befallen hat, dass hier Hunderte von Millionen aus dem Fenster geworfen werden für irgendwelche NGOs, die das Geld dann nehmen, um uns zu erklären, wie rassistisch, wie sexistisch, wie antisemitisch und so weiter wir alle seien. Leute, ihr werdet verarscht. Das sind Auftragsarbeiten. Die werden natürlich so nicht deklariert, aber im Grunde genommen sind das Auftragsarbeiten. Insgeheim läuft das so. Liebe Frau Familienministerin Paus, ich habe hier ein paar Leute. Für, sagen wir, 800.000 Euro im Jahr liefere ich dir einmal im Jahr irgendwelche Statistiken, die du anschließend nutzen kannst, um Wahlkampf für die Grünen zu machen. Aber so kann man das natürlich nicht sagen. Also sagt man, liebe Frau Paus, es gibt hier ganz, ganz große Probleme sexistischer Natur, rassistischer Natur, also all die Probleme, mit denen ihr Wahlkampf macht. Ich könnte diese Probleme zusammenfassen und aufzeigen, damit die Presse dann darüber berichtet und sich dann was an der Lage ändert, damit wir dann weniger Rassismus haben. Zwinker, zwinker. Oh, das hört sich gut an. Hier sind 800.000 Euro. Exakt so läuft es. Vor allem das Zwinker-Zwinker, das ist wichtig. Denn es geht nicht darum, an irgendwelchen Verhältnissen irgendetwas zu ändern. Wir sind mittlerweile da angekommen, die sogenannte Mitte-Studie war es, glaube ich, dass Teile von der Partei Die Linke manifest rechtsextrem sind. Da sind wir angekommen. Wenn deine Studie zum Ergebnis hat, dass fast jeder 10. linke Wähler rechtsextrem ist, dann hast du komplett versagt. Dann steht das, was du als rechtsextrem bezeichnest, für alles Mögliche, ich weiß nicht wofür, aber ganz sicher nicht für Rechtsextremismus. Es geht darum, sich das, was zum Beispiel eine Frau Paus braucht, um Wahlkampf betreiben zu können, herbei zu fantasieren und dem Ganzen dann natürlich einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Dem Normie wird sowieso von morgens bis abends ins Hirn geschissen, der merkt das nicht. Und so eine Ann-Kathrin Müller vom Spiegel, die sitzt dann bei Phoenix und erzählt, dass eine Studie, erneut die Mitte-Studie, herausgefunden hat, dass, keine Ahnung, ein Drittel der AfD-Wähler rechtsextrem wäre. Rechtsextrem, also zumindest einen dieser Punkte, erfüllst du bereits dann, wenn du anerkennst, wenn du bemerkst, dass ein erheblicher Teil der sogenannten Flüchtlinge hier von Hartz IV lebt. Das macht dich schon ein bisschen rechtsextrem. Weiter im Text. Dabei verniedlicht es die real existierende Clankriminalität und sucht für sie immer neue Entschuldigungen. Zu den Kernaussagen gehört nicht nur, dass man nicht pauschal alle Angehörigen krimineller Clans als Clankriminelle betrachten solle, da die Großfamilien auch rechtstreue Mitglieder hätten, was stimmt, aber eine banale Aussage ist, für die man keine Studie benötigt, sondern auch, dass es umfassende Unterstützungsangebote für betroffene Familien im Rahmen eines multiprofessionellen Fallmanagements brauche, um frühzeitig in kriminelle Laufbahnen einzugreifen. Überhaupt, was hat eigentlich Deutschland damit schon wieder zu tun? Verglichen womit werden die kriminellen Clan-Mitglieder hier überhaupt nur kriminell, weil wir so rassistisch sind? Sind die in Holland nicht kriminell? Doch, sind sie. Sind sie in Schweden nicht? Doch, sind sie. Wir sehen überall das exakt selbe Bild. In Deutschland ist dann halt die deutsche Gesellschaft schuld, in Dänemark ist es die dänische und in Belgien die belgische. Komischer Zufall, es sind immer die anderen, die schuld sind. Zur Erinnerung, kriminelle arabische Familien breiten sich in Deutschland immer mehr aus,
betreiben Drogenhandel, Glücksspiel, Waffengeschäfte, Schutzgelderpressung und Geldwäsche, tanzen dem Staat auf der Nase herum und werden allzu oft nicht verurteilt, weil sich eingeschüchterte Zeugen plötzlich an nichts mehr erinnern können und auch Polizisten und Richter Angst haben. Und jetzt sollen die Clans mehr oder minder unschuldig sein? Ganz genau. Weil die deutsche Gesellschaft rassistisch und ausgrenzend sei, erführen arabischsprachige Großfamilien Alltagsrassismus und Diskriminierung, was ihre persönliche Entwicklung beeinträchtige und die Neigung zu kriminellen Handlungen fördern könne, bilanziert die Studie der Technischen Universität Berlin. Es sei kein Wunder, dass die Familien kaum Vertrauen in den deutschen Staat hätten und sich abschotteten und nur aufeinander verließen. Die Studie übrigens, ich habe sie hier gerade offen, Kriminalität im Kontext großfamiliärer Strukturen, drei Autoren an der Zahl, allesamt weiblich, Sandra Bell, Nina Niesen, Julia Weber. Ich meine, die packen das Problem schon an der Wurzel, ne? So aus weiblicher Sicht, was wäre wichtiger als die Clan-Kriminalität zu beleuchten und dann zu dem geisteskranken Ergebnis zu kommen, dass die deutsche Gesellschaft schuld sei. Ich frage mich übrigens, wie eine Studie mit drei Autoren 660.000 Euro kosten konnte. Also mir ist schon klar, man wird hier und da irgendwie einen Mitarbeiter haben, der dann, keine Ahnung, eine Befragung durchführt oder so. Aber 660.000 Euro? Dafür kann ich ein Jahr lang 6-7 Personen Vollzeit beschäftigen. Krankenkasse, Lohnnebenkosten, alles inklusive. Es scheint echt lukrativ zu sein, Studien zu erstellen, die das zum Ergebnis haben, was eine Frau Nancy Faeser gerne hören möchte. Die Erkenntnisse der Studie greifen nahtlos ineinander mit Publikationen des staatlich geförderten Mediendienst Integration und der Kritik der ebenfalls steuerfinanzierten Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Attermann, die vor ihrem Amtsantritt den Begriff Clan-Kriminalität als rassistisch bezeichnete. Ja, und Deutsche als scheiß Kartoffeln, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Sie bezeichnete sich selbst als Kartoffel-Expertin. Kartoffel ist dabei bitte als abwertender Begriff gegenüber Deutschen zu verstehen. Nur, dass deren Schriftstücke verständlich geschrieben sind, während die TU-Studie den Leser zusätzlich mit unverständlicher Sprache nervt. Die Stigmatisierung als Angehöriger eines vermeintlich kriminellen Clans wirkt sich negativ auf individuelle Entfaltungsmöglichkeiten aus, erklärt der Studienleiter Robert Pelzer in einem Interview auf der Webseite seiner Uni und weiter. Es besteht vor allem die Gefahr, dass das Label Teil des Selbstbildes wird. Diese Labeling-Effekte sind ein zusätzlicher Risikofaktor für eine kriminelle Karriere. Ich bin nur kriminell geworden, weil, ich will gerade, wie das dann eigentlich läuft. Also, weil ich Araber bin, ist ja, geht ja gar nicht, ne? Das passt ja nicht. Muss ja schon eine Großfamilie sein. Weil ich denselben Nachnamen trage wie die ein oder andere bekannte Großfamilie. Davon gibt es irgendwie drei. El Zain, Abu Chaka, Omairate und ich glaube, einen habe ich gerade vergessen. Also gibt es vier. Genau, vier. Der Typ hier von Bushido, mir fällt sein Name gerade nicht ein. Vier Stück an der Zahl. Weil ich bin kriminell geworden, weil ich so einen Nachnamen habe. Dann, warte mal, das ergibt doch noch weniger Sinn. Dann müssen ja auch die kriminell werden, die mit den Familien gar nichts zu tun haben, sondern durch Zufall denselben Namen tragen. Es ist halt offensichtlicher Blödsinn. Übrigens, ich nehme das mit den drei Autoren zurück. Da gibt es ja noch einen Studienleiter, Herr Robert Pelzer. Der will ja auch bezahlt werden. Also, keine Ahnung, wofür die 660.000 Euro draufgegangen sind. Im Ergebnis auf jeden Fall für 134 DIN A4 Seiten. Jede einzelne dieser Seiten, dieser DIN A4-Seiten, die übrigens nicht vollständig beschrieben sind. Ja, hier zum Beispiel Seite Fazit ist zu einem Drittel beschrieben, zu einem Viertel wahrscheinlich eher. Jede dieser Seiten hat den Steuerzahler 4.925 Euro gekostet. 5.000 Euro? Nee, das passt halt auch nicht. Hier sind ja Seiten bei, die sind leer. Seite 113 zum Beispiel ist leer. Seite 114 enthält eine Überschrift. Also unterm Strich würde ich sagen, das sind in etwa 100 DIN A4 Seiten. Das heißt, für jede einzelne dieser DIN A4 Seiten hat der Steuerzahler 6.600 Euro geblecht. Der Gedanke, dass ein Abkömmling einer Flüchtlingsfamilie sich eigenverantwortlich zu einem Leben auf der Seite des Rechts entscheidet und Verantwortung für sich übernimmt, ist offenbar nicht vorgesehen. An anderer Stelle wird wiederum klar, dass auch die Entscheidung... dass auch die Entscheidung, kriminell zu sein, bewusst getroffen wird. Zitat, ich möchte ein Verbrecher sein, weil es sich lohnt.
zitiert die Studie ungenannte Experten aus dem Milieu. Und weil ich wenig zu befürchten habe, möchte man hinzufügen. Dass die arabischen Familien kein Vertrauen in den deutschen Staat haben, ist demnach Deutschlands eigene Schuld. Denn als die Familien Ende der 70er als Bürgerkriegsflüchtlinge aus Libanon nach Deutschland kamen, hatten sie jahrelang keinen gesicherten Aufenthaltsstatus und unterlagen Beschäftigungsverboten. Sie wurden also in die Kriminalität getrieben, lautet die Schlussfolgerung. An dieser Stelle hat Deutschland tatsächlich schwere Fehler gemacht. Die Asylanträge der damaligen Flüchtlinge wurden abgewiesen, die Menschen blieben aber mit einer Duldung im Land. Eine Duldung ist eine ausgesetzte Abschiebung und hält den Geduldeten dauerhaft in einem Zustand von Ungewissheit. Hier hätte Deutschland zügig Rechtsklarheit schaffen müssen, ein historisches Versäumnis. Das ist bald 50 Jahre her und bis heute nicht grundlegend besser geregelt. Im Gegensatz zur angeblich rassistischen Gesellschaft kann man dem deutschen Staat also einiges vorwerfen. Die verantwortlichen Politiker haben es den Bürgerkriegsflüchtlingen schwer gemacht. Als sie dann Clans bildeten, wollte man das Problem nicht wahrhaben. Naja, was heißt wollte? Also will man ja bis heute nicht. Man überlegt ja mittlerweile in irgendeiner Form Sachen zu ahnden, die unterhalb der Strafbarkeitsschwelle liegen. Also demnächst wird es dann möglicherweise als rassistisch geahndet, wenn jemand von Clankriminalität spricht. Das ist es, worauf wir gerade zusteuern, anstatt die Clankriminalität zu bekämpfen. Ob die Sicherheitsbehörden die kriminellen Großfamilien je wieder in den Griff bekommen, ist fraglich. Doch das linke Milieu will davon nichts hören, nicht nur in dieser jüngsten Studie, sondern generell. Die Clans verdienen vor allem Mitgefühl und Chancen. Die ebenfalls steuerfinanzierten neuen deutschen Medienmacher verliehen 2020 den Schmähpreis Goldene Kartoffel an Spiegel TV für eine angeblich rassistische Berichterstattung über kriminelle Clans. Die Polizei spielt in diesem Tableau die zweifelhafte Rolle einer Organisation, die sich im Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit der Kriminalitätsbekämpfung und der Gefahr der Diskriminierung befindet. Natürlich wird daher eine umfassende Evaluation der Polizeiarbeit benötigt. Wer die wohl bezahlen soll? Man könnte auch sagen, die Polizei wird weder respektiert noch ernst genommen und ihre Arbeit wird regelrecht delegitimiert. Sie macht Razzien in Shisha-Bars und stört damit einen Safe Space für migrantisch gelesene Menschen. Das ist übrigens ein Zitat. Ja sicher, was denn sonst? Das ist ihr Job. Es werden regelmäßig Waffen und unversteuerter Tabak gefunden, sowie Verstöße gegen weitere Vorschriften festgestellt. Safe Spaces für Kriminalität darf es nicht geben. Die Straftäter haben dabei durchaus Potenzial. Ein fortgesetzter Drang zum Lernen sei innerhalb des Phänomenbereichs Clankriminalität in hohem Maße erkennbar. Wie man an der stetigen Professionalisierung sehe, werden unbenannte Experten zitiert. Fehleranalysen in begangenen Delikten erfolgten auch gemeinsam mit dem Rechtsanwalt. In Clans gelingen immer wieder spektakuläre Aktionen wie der Raub einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum oder der Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden. Ja, aber zu beiden Fällen hat die Gesellschaft diese Leute gedrängt. Die wollten das eigentlich gar nicht. Der Haupttäter da beim grünen Gewölbe, der wollte eigentlich Kfz-Mechaniker werden und hat dann davon geträumt, irgendwann mal seine eigene Werkstatt aufzumachen. Und als er dann gerade seine Bewerbungsunterlagen einwerfen wollte, ist er dann abgedrängt worden von der Gesellschaft und dann plötzlich stand er im grünen Gewölbe und hat den Laden ausgeraubt. Wenn sie doch bloß ihre Zielstrebigkeit und Intelligenz auf der richtigen Seite des Rechts nutzen würden, dann hätten alle etwas davon. Nur wäre der verschwenderische Lebenswandel mit normaler Lohnarbeit nicht mehr drin. Alles klar. Damit ist es Zeit für die VQs. Ich weiß nicht, wer dieser Typ ist, aber er gefällt mir auf jeden Fall. Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Diesmal persifliert von einer Person of Color. Gelungen, wie ich finde. Zieht's euch rein. Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Also immer, also das ist total. Und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein ihr Einkaufskorb. Ens Käufens und Ens Einkaufskorb. Na, super neutral. Ens, geil, komm. Ja, und der zweite und letzte Video-Quickie für heute, uns ist das, glaube ich, schon mal zugespielt worden. Entweder bei Twitter oder hier als Superchat, ich weiß nicht ganz genau. Die AfD in Baden-Württemberg, die hat einen Kalender rausgebracht, also in dem man sich an die Wand hängt, ja, mit Datum und sowas. Die 12 schönsten Abschiebepfleger. Also, selbst als Konkurrent müsste man doch da anerkennen, sauwitzige Idee. Ja. Jetzt ist das SWR-Team auf irgendeine Demo gegen rechts gegangen und hat da den Leuten diesen Kalender vor die Fresse gehalten und gesagt, oh, guck mal hier. Und dann, das Geilste ist halt wirklich die Reaktion. Die sind ganz so, oh, also das ist, ich bin schockiert. Ja, das ist also geschmacklos, ganz geschmacklos. Ja. Es wirkt so viel Spaß, fake, Freunde. Ne? Vor allem beim ersten Typ kann man sehen, wie in seiner Murmel es rattert. Nicht, was denke ich dazu, sondern welche Worte finde ich jetzt, um mich selbst zu profilieren, dass ich so abgestoßen davon bin, dass ich so ein guter Mensch bin, dass ich furchtbar schockiert bin. Ja, Schnurr spricht da über Sebastian Schorn, Student aus Ludwigsburg. Ja, der hat einen guten Job gemacht auf jeden Fall.
Zu der Demonstration haben wir einen Kalender mitgebracht von der baden-württembergischen AfD-Fraktion. Die 12 schönsten Abschiebeflieger. Die AfD bringt darin Sprüche wie: Deine Familie vermisst dich, wir bringen dich zu ihr. Also, dass sich eine Partei traut, das zu veröffentlichen, und, ja, unter dem Deckmantel des Humors, also irgendwann, ja. Also komplett geschmacklos, widerlich. Widerlich. Also kann man auch nicht als Scherz abtun? Nein. Nee, ich finde es menschenverachtend, einfach nur menschenverachtend. Ich kann darüber nicht lachen. Mir geht es gerade eiskalt den Rücken runter, wenn ich so etwas sehe. Menschenverachtend, einfach menschenverachtend. Mir geht's gerade eiskalt den Rücken runter. Die fand ich am besten. Ja, die war wirklich schockiert. Der erste übrigens, dieser komische Student, ich bin der Meinung, der muss die ganze Zeit lächeln. Also ja, nicht unterdrücken, weil das hat er nicht geschafft. Ja, aber der hat selber erkannt, na scheiße, mal ein bisschen witzig ist es schon. Das wollte ich auch ansprechen. Genau, er muss die ganze Zeit ein Lächeln unterdrücken. Und das würde ich vielleicht sogar in die Richtung werten, dass das Lächeln darüber ist, dass er sich freut, dass er sich jetzt hier profilieren kann. Ne? Er genießt das ja, einfach, dass er sich hinstellen kann als den besten Mensch der Welt. Genauso wie übrigens auch die Frau danach. Auch sie schafft es dann nicht mehr, das zu unterdrücken. Hier, sie grinst. Sie grinst. Die lieben das. Ne? Die sind gerade nicht schockiert davon. Das ist alles ein Schauspiel. Ein Schauspiel, das ist wie, keine Ahnung, irgendwelche Sektenmitglieder, irgendwelche Mitglieder einer Freikirche, die es lieben, gerade aufzugehen in der Zeremonie. Ne? Und die Zeremonie besteht halt darin, zu demonstrieren, oh, wir sind moralisch besser, oh, die sind böse. Das ist etwas, was die mögen. Ne? Es ist nicht so, das bereitet denen keine Schmerzen, sie finden das geil. Ja, wo du schon gerade bei Schauspiel bist, da würde ich gerne nochmal kurz die Frau Michaela Engelmeier von der SPD zu Wort kommen lassen. Danach machen wir die Clownwelt. Ich habe gerade aus Berlin gehört, dass die AfD gerade einen Fackelzug zum Reichstag plant. Es gibt die ersten Demonstrationen auf der Straße, dann sage ich, ich könnte brechen, Entschuldigung. Ja, es ist ein Schauspiel, Freunde. Weißt du übrigens, wo dieser Kalender schon mal vorkam, in der Honigwabe? Nee. In der Clownwelt 3. Also nicht der Kalender selber, nice, sondern ein Artikel darüber. War gute entweder Wahl, sehr Menschen, gute Wahl, Schlummer. Oder die Nummer 3. Und ja, mit der machen wir weiter. Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanege. Willst du eine Zukunftsvision, Winston? So wird ein Geschichtsunterricht, wenn es nach den herrschenden Mächten geht, in 10 Jahren aussehen. Gut, liebe Kinder, die vergangenen 2,5 Jahren haben wir uns mit dem Holocaust beschäftigt. Nachdem die doofen Kartoffeln dann also das gesamte Land kaputt gebombt bekommen haben, kam dann der Ali mit seinen Freunden aus der Türkei. Die haben uns Kaffee gebracht, den wir dann gemütlich auf den Trümmern sitzend getrunken haben. Ihr kennt ja die guten alten Bilder von den Trümmerfrauen und haben dann Deutschland für uns wieder mit aufgebaut. So auf jeden Fall die Vision von der guten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken. Mehr Migrantengeschichten. Esken fordert Änderung deutscher Lehrpläne. Als Einwanderungsland wurden eigentlich die Deutschen jemals gefragt, ob sie ein Einwanderungsland sein wollen? Naja, braucht es eine Kultur, nicht nur der Offenheit. Also das sowieso, ne? Hier muss alles schön offen bleiben, vor allem die Ärsche, sondern auch der aktiven Auseinandersetzung mit der Geschichte, der Kultur und der politisch-gesellschaftlichen Situation der Herkunftsländer. Ja, ich bin mir sicher, was sie hier andeutet, ist eine komplexe Aufarbeitung der Spannungen, die es im Mittleren Osten gab in den letzten 100 Jahren oder so. Und nicht einfach nur ein Scheiß auf Weiße, aufgehangen an der Kolonialisierung, die schuld ist an allem, was da jemals schiefgelaufen ist. Ob ein Land jemals kolonialisiert war oder nicht, drauf geschissen. Und die Schuld zählt natürlich für den Westen allgemein. Der Westen ist quasi eine Entität. So die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Köln. Zum Abschluss der Bildungsmesse Didakta in Köln hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken eine Änderung der deutschen Lehrpläne mit Blick auf Migranten gefordert, wie die Rheinische Post RP berichtet. Sie verwies dabei auf die Vielfalt, für deren positive Wahrnehmung das beste Argument die, wie gesagt, Gerüche der tollen Gewürze sind, die die Migranten brachten. Sie sind sowohl ökonomisch als selbstverständlich auch gesellschaftlich ein Netto-Minus. Ihre Gäste, allein die Zuwanderer von 2015, haben in den Jahren zwischen 2017 und 2020 3000 Vergewaltigungen in Deutschland begangen. Sie verwies dabei auf die Vielfalt, die durch Migration in Deutschland entstanden sei. Lange Jahrzehnte hat Deutschland Migration als von Gastarbeitern und vorübergehenden Schutzsuchenden geprägt verstanden, sagte Esken gegenüber der RP. Viele dieser Migrantinnen und Migranten haben unser Land mit aufgebaut und sind mit ihren Kindern und Enkeln fester Bestandteil unserer Gesellschaft geworden und sorgen jeden Tag mit dafür, dass der Laden läuft. Und haben sich übrigens über die gerade genannten Generationen immer weiter von der Aufnahmegesellschaft entfremdet. Ich erinnere daran, in Deutschland wählen deutlich mehr der Türken Erdogan als zu Hause. Was ihnen nicht zu verdenken ist, guck uns an, guck uns als Gegenbeispiel an, guck uns als Symbolbild für den Liberalismus an. Ich würde genauso reagieren. Aktive Auseinandersetzung mit Kultur und Geschichte. Es ist halt unglaublich, ihr müsst euch vorstellen, es gibt Leute in Deutschland und gar nicht so wenige, die lesen diese Zeile und lesen da nicht mehr.
mehr rein. Auseinandersetzung mit Kultur und Geschichte. Ah, den Kindern soll also etwas mehr Kultur und Geschichte beigebracht werden. Ja, den weißen Kindern soll beigebracht werden, dass sie scheiße sind. Guckt euch eure Geschichte an, guckt euch an, wie die braunen Leute immer unter uns gelitten haben und noch heute unter uns leiden. Und den braunen Leuten wird beigebracht, dass sie historische Opfer von uns sind. Und gleichzeitig, vielleicht sogar das perfideste, alle Errungenschaften in dem Land, das sie aufgenommen hat, eigentlich ihnen gebühren. Dass sie dafür verantwortlich sind. Als Einwanderungsland, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft dauerhaft gut zusammenleben, ich will nicht sehen, wie schlecht Zusammenleben aussieht, braucht es eine Kultur nicht nur der Offenheit, sondern auch der aktiven Auseinandersetzung mit der Geschichte, der Kultur und der politisch-gesellschaftlichen Situation der Herkunftsländer, so Esten. Schulen kommt dabei als Orten des Lernens, der Entwicklung von Persönlichkeiten und Wertegerüsten. In anderen Worten, die Kinder sollen in der Schule maßgeblich weltanschaulich geprägt werden, über das hinweg, was die Eltern ihnen vermitteln wollen. Eine besondere Bedeutung zu. Die Bildungspläne eines Einwanderungslandes und einer erfolgreichen Integrationsgesellschaft, und das sieht wie gesagt so aus wie das, was wir gerade haben, das ist eine erfolgreiche Integrationsgesellschaft, müssten deshalb eine Auseinandersetzung mit der Vielfalt der Herkunftsgeschichten, Kulturen und politisch-gesellschaftlichen Debattenraum geben. So Esken. Sind all die Gräuel, unter denen die Deutschen gelitten haben, insbesondere seit 2015, aber auch schon davor, Teil von dieser Debatte? Dürfen die da auf den Tisch kommen? Oder sieht die Debatte wie üblich so aus, dass der Linkeste im Raum seine völlig irre Scheiße verzapft und alle anderen sein Weltbild, seine Wertungen übernehmen sollen und sich schämen sollen, dafür weiß zu sein? In den sozialen Netzwerken schließt die Forderung auf Kritik. Deutsche Geschichte hat in deutschen Schulen natürlich keine Vorfahrt, wenn man das Land, über dessen Geschichte man nicht unterrichten soll, emotional, gedanklich und schlussendlich auch real auslöschen möchte, schreibt ein Nutzer. Es ist ja noch schlimmer. Sie werden die Aspekte der Geschichte aufdrehen, die ihnen in den Kram passen, um den Kartoffeln Schuldgefühle einzureden und den Migranten sowohl Opferkomplexe als auch Überlegenheitskomplexe. Ein gutes Beispiel, worin die Denkschule einer Esken mündet und münden soll, das hier ist das Ziel der gesamten Geschichte. Wir haben Deutschland aufgebaut. TikTok-Türke verbreitet linke Geschichtslügen. Es waren die Türken, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Die Türken. So endet das 30-sekündige Video vom vollbärtigen Migranten, welches dank eines X-Nutzers eine gewisse Reichweite und auch den einen oder anderen amüsierten Kommentar erhielt. Der tatsächliche Ursprung für die Anwerbung der Gastarbeiter liegt in kurzfristigen wirtschaftlichen Erwägungen und außenpolitischem Druck, der auf der Bundesrepublik seit ihrer Gründung lastete. Türkische Gastarbeiter, welche erst ab 1961 nach Deutschland kamen, fanden ein Land in wirtschaftlicher Blüte vor. Den Schutt hatten die Einheimischen schon vorher beiseite geschafft. Aber die nie erfolgte und ohnehin kaum mögliche Integration der Türken musste nach Jahrzehnten irgendwie erklärt und im Idealfall den Deutschen in die Schuhe geschoben werden. Kurzerhand versuchte man ersteren den Wiederaufbau anzudichten und den zweiten die Geschichte zu stehlen, um einen neuen Mythos zu kreieren. So seien die Trümmerfrauen wahlweise eine geringe Zahl vom NS belastete Personen, was dann wiederum das Ganze illegitim macht oder so. Also dass die Frauen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwas mit der omnipotenten, die gesamte Gesellschaft kontrollierenden Macht zu tun hatten, das macht es dann wett, macht es ungeschehen, dass sie das Land wieder aufgebaut haben. Oder ganz und gar eine Erfindung gewesen. An ihre Stelle trat der edle Gastarbeiter, der den undankbaren Deutschen das Land aufbaute und den Wohlstand schenkte. Ja, wie ich schon bei Gemini und ihrer automatisierten Geschichtsfälschung gesagt habe, das Ganze hier wird in 150 Jahren mit einigem Abstand und wird es heute schon bei anderen Nationen, die nicht mit unserer Geschichte direkt in Berührung gekommen sind, aus einem deutlich düstereren Blickwinkel betrachtet werden. Diese Geschichtsrumdoktoreien, das Ganze auch noch bezogen auf Kinder, sind kein harmloses kleines Spielchen. Nummer 2. Wir machen heute eine Art kleines Schulspecial. CDU-Schulministerin ruft Lehrer zur Teilnahme an Demos gegen rechts auf. Fast so, als ginge es dem gesamten Parteienkartell, inklusive derer, die sich noch als konservativ framen, damit Leute, die, keine Ahnung, sich nur über den Fernseher informieren, sie wählen und damit denken, ihre Interessen zu vertreten, nur darum, über das Organ des staatlichen Schulsystems irgendwie die Kinderköpfe unter Kontrolle zu bringen, in den Dienst ihrer Agenda zu stellen. Ich möchte Lehrkräfte ausdrücklich ermuntern, an diesen Demonstrationen für eine lebendige Demokratie teilzunehmen. Tja, in Sowjetdeutschland, Regierung demonstriert gegen dich. Nicht wahr? Eine lebendige Demokratie sieht also so aus, dass eine Demo mehr oder minder inszeniert wird nach der anderen von einem Medienapparat, dessen Ziele, dessen Weltanschauung sich quasi zu 100% überschneidet mit den Kartellparteien und der Regierung. Ich habe wirklich lange genug im Sitzen zugeschaut, wie an meinem Demokratiestuhl gesägt wird. Ich stehe auch auf, weil ich niemals die Frage hören möchte, warum habt ihr damals nichts gemacht? Ich stehe auf für ein buntes Köln und gegen Rassismus, weil ich so aufgewachsen bin und ich nicht möchte, dass sich das jemals ändert. Köln bleibt stabil. Ich stehe auf, damit alle Menschen in dieser Gesellschaft frei und ohne Angst leben können. Ich stehe auf, weil wir nicht stark sind, weil wir alle gleich sind. Ich stehe auf für die Freude an der Unterschiedlichkeit. Ich stehe auf für die Demokratie, weil für mich Vielfalt keine Gefahr, sondern eine Bereicherung ist.
Ich stehe auf für ein Land, in dem niemand einem anderen seine Daseinsberechtigung absprechen will. Hallo, mein Name ist Dave Davis. Ich bin Kabarettist und Comedian und ich stehe auf für die Demokratie. Ich stehe auf für Demokratie, weil Rechtspopulismus und Rechtsextremismus keine Alternative sind. Ich stehe auf für unsere Demokratie, damit dieses Theater um die Rechtsextremisten und Rechtspopulisten, um Antisemitismus und Gewaltbereitschaft sich in unserem Land nicht durchsetzt. Diese Demos dann auch noch angeführt werden von Mitgliedern der Regierung und die scheinkonservative Pseudo-Opposition, die Leute wählen sollen, die ein Problem mit dem Kurs haben, damit ihre Stimme verpufft, sagt dann, hey Lehrer, bitte instrumentalisiert eure Schüler für diese Demos. Denn oh ja, es geht nicht nur um die Lehrer selber, es geht nicht nur darum, dass die signalisieren, hey, wir, die wir euren Kindern in den Kopf scheißen, wir sind auch volle Kanne mit an Bord mit Team Regenbogen. Nein, nein, um ein Zeichen zu setzen, gerne auch mit ihren Schülern. Die CDU will das Lehrer ihre Schüler mitnehmen auf Demos gegen die einzige Opposition. Das ist eine lebendige Demokratie, sagt NRW-Schulministerin Dorothee Feller, CDU. Sie selbst sei erst vor wenigen Tagen auf einer gewesen. Natürlich warst du das. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller hat Lehrer dazu aufgerufen, an den Protesten gegen rechts im Land teilzunehmen, auch zusammen mit ihren Schülern. Ich möchte Lehrkräfte ausdrücklich ermuntern, an diesen Demonstrationen für unsere lebendige Demokratie teilzunehmen, um ein Zeichen zu setzen, gerne auch mit ihren Schülern, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung Neue Westfalen. Auf die Frage, ob dies auch ein Zeichen gegen die AfD sei, sehr verräterisch, dass sie es noch so verschwurbeln müssen. Als gäbe es da irgendeine Ambivalenz. Auch ein Zeichen gegen die AfD und das steht noch zur Debatte. Die Demos, die von der Regierung verordnet wurden, nachdem Korrektiv vom Verfassungsschutz Aufzeichnungen von einem privaten Treffen von AfDlern mit IB-Chef Martin Sellner zugespielt bekommen hat und dann veröffentlicht hat, genau als gerade die Bauernproteste der Regierung zu schaffen machten. Das soll möglicherweise auch ein Zeichen gegen die AfD sein. Unser Ministerpräsident hat die AfD jüngst als Gefahr für die Demokratie bezeichnet, wenn er das sagt. In diesem Sinne begrüße ich jedes Engagement für Demokratie und gegen alle Feinde des Rechtsstaates. Wie feige diese Menschen sind. Die sollten einfach sagen, ja, AfD böse, AfD ist der Feind. Wir hassen die AfD, die sind die Antithese zu uns. Die sind gegen unseren Kurs. Mitspielen in der lebendigen Demokratie darf nur, wer Team Multikulti mitmacht, wer den Kindern den Pullermann abhacken will, wer davon ausgeht, dass das männliche und weibliche Geschlecht generell nur ein unterdrückendes Hirngespinst ist aus einer patriarchalen Vergangenheit. Diese Scheiße musst du mitmachen oder im Mindesten dich nicht ihr aktiv in den Weg stellen, ansonsten bist du kein legitimer Teil der Demokratie. Sie habe selbst erst vor wenigen Tagen an einer Demonstration teilgenommen. So Feller. SPD-Bundesvize warnt vor Standortrisiken durch Rechtsextremismus. Ja, deswegen wandern die ganzen Firmen gerade ab. Nicht, weil die Energie tausendmal teurer geworden ist oder so. Die haben Angst vor der AfD. SPD-Bundesvize Serpil Midyatli. Ich frage mich, was für eine Motivation bei ihm noch zugrunde liegen könnte. Könnte es daran liegen, dass diese als einzige in Deutschland sich Dingen in den Weg stellt wie der Migrantenquote, die im öffentlichen Dienst in Hannover eingeführt wurde? In anderen Worten, dass die nicht der Meinung ist, dass seine ethnische Gruppe auf der Grundlage ihrer Ethnie in Deutschland mehr Macht bekommen sollte? Könnte es daran liegen? Warnte vor Standortrisiken durch die Ausbreitung des Rechtsextremismus. Viele Unternehmen fürchten, dass durch den Rechtsruck Fachkräfte aus dem Ausland abgeschreckt werden. Ja, hier sind eure Fachkräfte, die wir abschrecken wollen, beziehungsweise wieder außer Landes bringen wollen. MENAP-Statistik von der dänischen Regierung. Die Migranten aus den Ländern, aus denen ihr sie holt, saugen über ihre gesamte Lebensspanne nur netto aus den Sozialsystemen raus. Es gibt keinen Moment in ihrer Lebensspanne, in dem sie im Durchschnitt im Plus sind. Während bei den indigenen Dänen und auch bei den anderen westlichen Migranten das Ganze wieder rausgehauen wird durch ihre 30er, 40er, 50er, 60er und zwar mehr als rausgehauen wird. Wenn sich ausländische Fachkräfte in Deutschland nicht mehr wohl und willkommen fühlen, bleiben viele über kurz oder lang nicht hier. Ja, wann immer ich mit einem indischen IT-Typen rede oder mit einem japanischen Fachangestellten hier, dann bekomme ich zu hören, ja, die Bezahlung ist ganz gut hier, aber die AfD, die macht mir Angst. Und die Fremdenfeindlichkeit auf der Straße, die mir entgegenschlägt. Vor dem Hintergrund der weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels mit dem Renteneintritt der Babyboomer gefährdet diese Entwicklung unseren Wohlstand. Was unseren Wohlstand wirklich nachhaltig gefährdet, sind unsere Geburtenraten. Alles, was ihr da draufpacken wollt, selbst wenn ihr tatsächliche Fachkräfte holen würdet und das Ganze nicht nur ein Narrativ wäre, damit ihr, was ihr aus irgendeinem Grund wollt, grenzenlos Leute aus dem arabischen und afrikanischen Raum holen könnt, ist nur ein temporäres Pflaster. Die Wunde wird trotzdem immer größer. Ihr könntet dann aus Japan und Indien, solange die sich das gefallen lassen, ein immer größeres Pflaster importieren, aber gelöst werden wird dadurch nie irgendetwas. Worum es euch ja auch nicht geht. Es geht euch darum, die Babyboomer zu verarschen. Darin zu verarschen, das Land endgültig aufzugeben, demografisch an Migranten zu übergeben, die hier überhaupt nichts beitragen zur Wirtschaft, weil ihr in ihnen die Hoffnung weckt, dann wäre die Rente gesichert.
Vor der Nummer 3 haben wir eine Honorable Mention, express.at. Für Autos ab 15 Jahren, EU will Reparatur von Verbrennern verbieten. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, der massive Auswirkungen auf Autobesitzer in Europa haben könnte. Reparaturen an Fahrzeugen, die älter als 15 Jahre sind, sollen verboten werden. Tja, den Selbsttüftlern will ich mal wünschen, dass die keine grünen Nachbarn haben, die sie verraten. Da hat einer heimlich in der Garage an seinem Auto rumgeschraubt. Die EU erwägt ein Verbot von Reparaturen an Autos, die älter als 15 Jahre sind. Begründet wird dies mit dem Kampf gegen den Klimawandel? Natürlich. Die Kommission argumentierte, dass ältere Autos mehr Emissionen verursachen als neuere Modelle. Ja, das Alter der Autos in Deutschland, das macht der Delle rein in den weltweiten CO2-Ausstoß. Fast so, als ginge es ihnen gar nicht darum. Fast so, als wäre der Punkt nur Machtausbau und Legitimation dafür, den Lebensstandard der Leute zu senken. Die Maßnahme zielt darauf ab, Autos mit Verbrennungsmotor schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen. Hintergrund ist die EU-Initiative Fit for 55, die eine 55-prozentige Senkung der Emissionen im Verkehrssektor bis 2030 vorsieht. Doch was bedeutet das konkret für die Autobesitzer? Wer ein Auto fährt, das älter als 15 Jahre ist, also vor 2009 gebaut wurde, ich fühle mich nicht alt, du fühlst dich alt, muss künftig damit rechnen, dass dieses bei einer Panne nicht mehr repariert werden darf. Stattdessen muss ein neues Auto gekauft werden. Das berichtet die britische Automobilzeitung Wheels Alive. Im Faktencheck von AFP heißt es, zwar hat die EU-Kommission Anfang Juli 2023 einen Vorschlag für EU-Vorschriften auf den Weg gebracht, wie eine mögliche effektive Ressourcennutzung in der Automobilbranche aussehen kann. Jedoch ist damit kein Verbot speziell von alten Autos verbunden. Das wurde ja auch nicht behauptet, das ist ja der Punkt. Fahren darfst du ihn noch, aber das Loophole ist, wenn es eine Macke gibt, dann darfst du diese Macke nicht mehr beheben. Alles andere wäre ja auch autoritär. Bei dem Vorschlag handelt es sich um eine Neuregelung der sogenannten ELV-Richtlinie. Na dann. Und die Nummer 3, Focus Online. ZDF, Satire zu Raketen. Zuschauer reagieren entsetzt. Was ist bei euch schiefgelaufen? Erstmal zu eurem Titel, liebe Focus Online-Redaktion. Das Ganze war ein Logo-Beitrag, also von einer Kindersendung aus den Kika. Zunächst also wäre es vielleicht im Titel, der ja, keine Ahnung, 50% der Leute überhaupt nur erreicht von diesem Artikel, die lesen nur den Titel, interessant gewesen, das zu erwähnen. Und dann Satire, das ist ja schon Apologetik von eurer Seite. Seit wann gibt es politische Satire für Kinder? Seit wann ist das eine Sache? Ihr benutzt als zweites Wort im Titel einfach nur Satire, weil ihr wisst, dass der Reflex beim BRD-Boomer ist. Satire, alles klar. Also das muss man nur verstehen. Das ist halt hintersinnig und lustig und intelligent. Dagegen kann man nichts sagen. Das ist Satire. Sonst verstehst du Satire nicht. Diesen Reflex wollt ihr auslösen. Jedenfalls, ich habe das Video gesehen. Da unterhalten sich halt verschiedene Marschflugkörper, sowie der britische Storm Shadow und dann noch eine andere Variante desselben mit dem Taurus. Auch der Leopardpanzer hat einen Gastauftritt und mischt sich ein in das Gespräch darüber, wie doof das ist, wo sich alle beteiligten süßen, kindgerechten Marschflugkörper einig sind, dass der Taurus nicht einfach in die Ukraine geschickt wird. Beim Taurus ist da das Problem, dass das Ganze eigentlich nicht ohne Hilfe von deutschen Soldaten abzufeuern ist. Die Ukraine, so mein Stand, hat momentan überhaupt keine Plattform, überhaupt kein Flugzeug. Es ist nämlich eine Luft-Boden-Rakete, mit der sie den abfeuern könnten. Und dass man damit die Krimbrücke sprengen könnte. Also wir würden den entscheidenden Dominostein für die Krimbrücke damit zu Fall bringen, was im Süden eine Hauptversorgung der Russen ist. Also wir würden den Russen mit einem Schlag massiv erschweren, diesen Krieg zu führen. Mit einer deutschen Waffe, die im Grunde genommen von Deutschen abgefeuert werden muss. Diese Marschflugkörper in der Kinderserie sprechen dann von Zögern und Zaudern von Scholz und lachen sich darüber kaputt, wie viele Russen sie zu Brei verarbeiten können. Ich muss denken, wie uns immer aus Nordkorea oder von den Hamas-Kindern oder so aus irgendwelchen Kindergärten gezeigt wurde, guck mal, was für Monster das sind. Die gehen da mit furchtbarer Kriegspropaganda in kindgerecht an kleine Kinder ran. Tja, hier sind wir nun. Die Taurus-Debatte ist auch im Kinderfernsehen angekommen. Ein satirischer Beitrag, nochmal erwähnt, ganz wichtig, hey, 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 lieber BRD-Boomer, nicht zu heftig einsortieren, es ist Satire. Satire darf das, auch gegenüber euren 8-jährigen Kindern. Satire dürfte auch Russen zeigen, die lebendig verbrennen auf dem Schlachtfeld und denen süße Anime-Augen geben und die dann sagen lassen, ah, Ivan, hilf mir, ich komme nicht klar mit der bunten Vielfalt des Regenbogens. Das ist nur Satire, das darf Satire. Ein satirischer Beitrag der Kindernachrichtensendung Logo des ZDF kommt aber nicht gut an. Darin sprechen Raketentypen miteinander, die Zuschauer reagieren größtenteils entsetzt. Seit Tagen gibt es heftige politische Debatten in Deutschland über Waffenlieferungen an die Ukraine. Speziell den Marschflugkörper Taurus. Kanzler Olaf Scholz, SPD, hat sich klar positioniert. Dieses deutsche Waffensystem bekommt die Ukraine nicht. Das ZDF hat diese Entscheidung nun zum Anlass genommen, um sich im Rahmen seiner Kindernachrichtensendung Logo satirisch damit auseinanderzusetzen. Lieber BRD-Boomer, Satire, 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 Satire. Das ist keine völlig kranke Kriegspropaganda. Die Waffen, die Leute zerfetzen, süß darstellen,
hält gegenüber Kindern, weil sie ja nur Russen zerfetzen? Das ist Satire. Verstehst du? Satire. Du bist doch intelligent, oder? Du verstehst doch Satire. Das Video mit dem Titel Kein Taurus für die Ukraine wurde auf dem YouTube-Kanal der Sendung gepostet. Was wahrscheinlich der einzige Grund ist, aus dem das überhaupt im Internet rund ging. Denn ansonsten parken die Leute nur ihr Kind vor dem Fernseher und niemand sieht das dann niemals, um sich darüber zu beschweren. Darin werden dem Taurus und den Marschflugkörpern der verwandten britischen Storm Shadow und der französischen Scalp jeweils ein Gesicht und eine Stimme verpasst. Die Raketen unterhalten sich miteinander. Das Video wirkt befremdlich, vor allem in einem Kindernachrichtenkanal. Ist das nicht etwas hart? Lieber Fokus, befremdlich? Denn es geht in der Sache um eine ernste politische Entscheidung. Nein, das ist nicht mal der Kern davon. Es geht darum, dass hier im Grunde genommen die Russen schon entmenschlicht werden gegenüber unseren Kindern. Also die Dinger, die wir den Ukrainern geben, mit dem Ziel, dass die damit so viele von ihnen zerfetzen wie irgend möglich. Was passiert? Was in der realen Welt momentan gerade passiert? Die sind süße, sympathische, kleine, nette Anime-Figuren. Denn es geht in der Sache um eine ernste politische Entscheidung, die viele Menschen sehr bewegt. Nämlich die Frage, wie sich Deutschland aus einer direkten Beteiligung an dem Krieg heraushalten und trotzdem die Ukraine unterstützen kann. Falsch. Das ist ein Aspekt, es ist nicht der wichtigste Aspekt. Dementsprechend gibt es auch irritierte Kommentare unter dem Video. Ein User merkte an, lustigstes Kindernachrichten-Waffenvideo seit dem V2-Klassiker von PimpfTV. Was ist bei euch so schrecklich schiefgelaufen und wo wollt ihr in dem Tempo noch hin? Die Logo-Redaktion hat daraufhin schon geantwortet und meinte, hallo, das Video kommt von unserem Logo-Kanal bei TikTok. Dabei handelt es sich um ein humoristisches Format. Satire! BRD-Boomer, aufgepasst, Satire! Satire, du bist doch klug! Du bist doch kein plumper Nazi, du erkennst doch Satire, das aktuelle Themen aufgreift und bewusst überspitzt darstellt. Es ist klar erkennbar, dass es sich hier um Comedy handelt. Achso, ich dachte, die sprechen wirklich die Raketen. Das ist ja der Punkt. Es sind lustig aufgemachte Kriegswaffen, die momentan eingesetzt werden, um den Feind, die Russen, zu töten für Kinder, zu deren Stilmitteln etwa Überspitzung und Ironie gehören. Ein anderer User hat ein würgendes grünes Smiley und die Worte spielerisch lernen unter das Video gepostet. Es gibt aber auch Lob für das ZDF. Natürlich, auch die Seite muss man sehen. Ein User meinte, ich liebe eure Videos. Wir gucken euch immer in der Schule. Tja, und so schließt sich mal wieder der Kreis aus Scheiße. Wir sind wieder in der Schule angelangt. Dann viel Spaß dabei, den lustigen Marschflugkörpern zuzugucken. Direkt nachdem ihr gelernt habt, dass die Türken Deutschland wieder aufgebaut haben. Das wär's für diesmal auch schon mit der Clown World 3. Und nun geht es wie immer weiter im Text. Die Demokratie in Deutschland ist gefallen. Wir leben jetzt in einer sogenannten AfD-Diktatur. Bei der Bürgermeisterwahl in Großschirmer in Sachsen wurde der erste AfD-Bürgermeister in Sachsen gewählt. Dr. Weigand, oh, ich möchte kotzen, gewann nicht nur knapp, sondern sogar mit einem unglaublichen Vorsprung. 69,43% der Stimmen bekam er und liegt damit über Schommler von der CDU und Erler, einem unabhängigen Kandidaten. Ja, die planen wohl schon Fackelzug. Die AfD sollte irgendwann wirklich mal nach so etwas einen Fackelzug zum Reichstag machen. Ja. Ja, die Dominosteine fallen, ne? Also morgen gibt es da ein paar Tränen. Ja, die Ernte ist bereit, Freunde. Ich meine, es geht immer weiter, ne? Die Dominosteine fallen seit, ich weiß nicht, Mitte letzten Jahres oder so, ne? Landrat, Bürgermeister, zack, 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 zack. Tja, die Wände kommen auf euch zu, liebe Linke. Ich gucke einfach mal auf Verdacht nach Großschirnar oder Schirmar? Schirmar. Mit M wie Martha. Großschirmer auf 60%, ja, CDUler 18,2 und der unabhängige oder von der unabhängigen Bürgervereinigung 22,3. Ich erfahre gerade von Doreen Reinhardt, wer ist denn die gute Frau? Laut ihrer Twitter-Bio eine freie Journalistin, dass die AfD zuvor, um dort an die Macht zu kommen, den Bürgermeister getötet hat, der da an der Macht war. Kein Witz. Ich teile nochmal diesen Text von Ed Anna Lehnam, wer ist das? Eine Journalistin, ebenfalls Chefredakteurin bei der Freien Presse. Das ist eine Machtergreifung gewesen. Genau. Das war gar nicht eine Okay. Über den Tod des langjährigen Bürgermeisters in Großschirmer. Er wurde von der AfD lange zermürbt und schikaniert. Also die haben ihn quasi umgebracht. Die haben ihn so fertig gemacht, dass der gestorben ist am Ende und haben dann das Amt übernommen. Unglaublich. Ja, das sind auch Methoden der Faschisten, ne? Ja, vielleicht waren sie auch zu nett. Vielleicht haben sie im Aufzug vorgeschlagen, einen Kaffee trinken zu gehen oder so. Ja, das war jetzt der erste linke Post. Der erste linke Post, den ich gesehen habe. Alle anderen waren positiv auf Twitter und direkt so ein Wahnsinn. Also das Narrativ, ich bin gespannt, ob da auch größere drauf aufspringen, scheint zu sein, der Typ wurde quasi totgemobbt, buchstäblich totgemobbt von der AfD vorher, damit sie das Amt übernehmen konnten, was sie dann auch getan haben. Tja. Ich habe hier noch einen lupenreinen Demokraten, Bürger aus Hashtag Brandenburg nennt er sich.
Und er schreibt vor 3 Minuten, wenn die Nazi-Sekte AfD an die Macht kommt, dann muss, alles groß geschrieben, ich Deutschland verlassen, weil ich nicht assimiliert bin und weil ich nicht von der Nazi-Sekte regiert werden möchte. Ich will Deutschland aber nicht verlassen. Also bleibt meine Option, Hashtag AfD-Verbot sofort. Das sind die demokratischen Mittel, die ein lupenreiner Demokrat anwendet. Wenn die eine Wahl gewinnen, dann müssen sie verboten werden. Implizit wird ja auch anerkannt, dass der Weg der AfD an die Macht, wenn es demokratisch zugehen würde, ohne ein Verbot, vorgezeichnet ist. Ne? Das passiert dann einfach. Ja, ja. Ich meine, dein Wort in Gottes Ohr. Sehr schöne Sache in Großschirmer. Das war das Wort zum Sonntag und bis nächste Woche. Haut rein.